Ah. Oh, alaikum, Bruder macht Foto, aber oh. soll natürlich wirken. Oh, alaikum. Nice, Bruder, ich habe dich auch. Einen Moment. Bruder macht. Ah, perfekt. Er hat das irgendwie jetzt nicht funktioniert, Leute. jetzt nee, es hat nicht funktioniert, oder? Ach, ich schaue irgendwie. Ich check diese komische Software nicht, wo das jetzt wieder unter dem falschen Es kommt einfach unter dem falschen Dingens da. Ach egal. Wie geht's, Schätze? alaikum. Itachi schreibt: Dine hat den Islam angenommen. Ja, ich weiß, Bruder. Habe ich euch nicht im Stream gesagt, Leute? Habe ich euch nicht im Stream gesagt, dass Dine den Islam annehmen wird? Weil du merkst von der Art und Weise, wie sie die Fragen stellt und was sie für einen Respekt gegenüber dem Islam und gegenüber der Schrift hat, die beschäftigt sich richtig mit dem Islam. Schau mal, sie kommt rein. Wisst, wisst ihr das erste Stream, wo sie drin war? Erster Stream, wo Dine drin war, war: äh, ähm, Der Koran ist widerspruchsfrei. Überzeuge uns vom Gegenteil. Und sie kam rein, sie sagt: äh, Ich sage jetzt nicht, dass ich einen Widerspruch gefunden hätte, aber ich hätte da eine Frage zu diesem und diesem Vers. Ja. Furkan schreibt: Wer ist Dine? Diné nee ist äh, ein, ein, eine ursprüngliche Christin, die bei uns im Stream drin war. Und bei ihr hat man gemerkt, dass sie sehr offenherzig an die Thematik rangeht. Sie ist wirklich offen für die Wahrheit. Sie akzeptiert das, was die Wahrheit ist, das nehme ich einfach an. Auch wenn es gegen meine Gelüste geht. Und das hat man direkt gemerkt. Erste Frage, direkt merkt man sowas. Genau. Wie läuft Ramadan bei euch? Bei mir schwer oder bei mir Ramadan ist bei mir gar nicht so leicht, weil ich halt ultra verfressen bin und sowas. Also für mich ist Ramadan echt gehört ja, zu den schwierigeren Sachen. Wie läuft's bei euch Leute? Oder hat sich das Stream aufgehangen oder wieso sehe ich keinen Chat mehr? Wie oft wart ihr schon Tarawih? Tarawih-Gebet? Viermal, mal, schauen wir. Ratet mal in den Chat, wie oft ich bisher Tarawih-Gebet war. Ratet mal. Einer schreibt jeden Tag. Zehnmal? Herr ja, wurde zehnmal ist doch gar nicht möglich. Haben wir nicht erst seit acht Tagen? Einmal schreibt einer. Zehnmal jeden Tag. Zweimal immer zehn Tag. Sechsmal. Habibi schreibt keinmal. Wesel schreibt nullmal. Einmal. Das ist echt süß. Ihr denkt viel zu gut von mir. Ich bin da sehr faul leider muss ich zugeben. Also ich war da früher sehr fleißig. Und ja, tatsächlich null Mal, Bruder. Ich war tatsächlich null Mal bis jetzt in diesem Ramadan. Hä? Halil schreibt, es ist der 13. Tag. Echt? Oha, Bruder, ist ja fast schon die Hälfte um. Ja, Bruder, ähm, bei mir ist so, ich gebe dann gegen Ende hin doppelt Gas Ja, Bruder, ich muss erklären, wieso. Also bei mir ist so, soll ich, soll ich mal, ich, ich hoffe, das ist jetzt nicht, ich hoffe, ihr versteht das jetzt nicht falsch, was ich sage. Aber bei mir war es früher so, Bruder, ich bin, ich habe Tarawih richtig durchgezogen, ich bin eigentlich jeden Tag gegangen und früher konnte ich den Koran noch nicht verstehen. Das heißt, ich saß dann in diesem Tarawih-Gebet oder ich stand in diesem Tarawih-Gebet und ich stand halt die ganze Zeit nur da und habe eigentlich nur abgewartet. Ich war auch mit dem Kopf ganz zu Hause. Nein, Tarawih-Gebet ist nicht Pflicht. Nein, ist nicht Pflicht. Laut keiner Ansicht. Ich kenne keine Ansicht, das heißt, Tarawih-Gebet ist Pflicht. Betest du es zu Hause? Nein, auch nicht, Bruder. Und dann war es halt immer so, ich stand halt in diesem Tarawih-Gebet, aber ich habe einfach nur gewartet, weil ich habe ja nichts davon verstanden. Das heißt, ich warte bis er sozusagen mit dem Gesang fertig ist und dann hoffentlich dann schnell fertig. Zack, ich meine, du wirst dafür belohnt. Du wirst dafür belohnt und es ist besser, dass du dahin gehst, anstatt dass du zu Hause sitzt, definitiv. Aber ich habe mir gedacht, äh, diesen Ramadan, dass ich mich ein bisschen mehr mit Tafsir beschäftige, also Erklärung vom Koran. Das klingt jetzt in der Theorie ganz gut, weil man soll die Verse ja verstehen. Aber Tafsir habe ich vielleicht drei Tage gemacht oder so, so drei Tage am Abend immer äh, gelesen. Und an die anderen Tage auch nicht, weißt du. Ja. Ich mache mich mal kleiner, dann könnt ihr TikTok sehen. So wie groß mache ich mich, so ungefähr. Ja, von daher, schade drum. Ah, ich, ja, ich wollte jetzt nicht anlügen. Ja. Genau, man kann das Teruch gebiet auch zu Hause beten. weißt du zufällig was Weinstein ist oder google einfach was ist Weinstein aber normalerweise wenn das irgendwas mit alkohol zu tun hat dann würden sie das auch deklarieren auf der verpackung genau okay ich würde sagen fangen wir an mit paar mit, mit diesen ganzen tiktoks und so weiter die wir da haben den Shanna. ja ich weiß gar nicht ob ihr das hören könnt Kann man das hören? Schauen wir. Es fängt schon echt gut an. Ich sage euch, ich feiere solche Gleichnisse überhaupt nicht. Sie ergeben für mich auch gar keinen Sinn. Also wenn das eine ausgezogene Person darstellen soll und das eine angezogene Person, ja, aber die Frau darf doch zu Hause die ganze Zeit un unbedeckt sein. Checkt ihr, was ich meine? Also von daher, ich check diese Vergleiche nicht und. Meine Schwester ist doch keine Lichi, Digga. Avocado sagt nein, sonst verschimmelt sie auch zu Hause. Und ich verstehe diese Motivation zu diesen Gleichnissen nicht, weißt du? Also. Keine Ahnung, Bruder. Ich kenne auch kein Gleichnis vom Propheten Muhammad viel und Segen auf was so in diese Richtung geht. Also, mich als Schwester, ich weiß nicht, ob Schwestern sind, Schwestern zufällig hier, würde euch sowas motivieren? Also, mich würde sowas nicht motivieren. Mich motiviert eher ein Hadith, wie schlimm es ist, dass man den Hijab nicht trägt, dass man sich nicht bedeckt. <laughs> Einer schreibt, Wallah ist kein Vergleich. Hey Bro, einer schreibt, wir sind aber Menschen. Menschen können nicht verschimmeln. Ja, kann man nicht Lichi und Menschen, Menschen vergleichen? Dann gibt ja auch noch dasselbe mit einem Lollipop. Ja. Ich verstehe das nicht. Na egal, schauen wir weiter. Der Sinn von Ramadan ist nicht den ganzen Tag zu schlafen. Also, Leute, was denkt ihr euch immer bei diesen TikToks? Also, was denkt ihr, bevor euch das dreht? Das hat doch gar keinen Zusammenhang. Erstens, Bruder, wieso trägst du eine Skimaske? Du fährst doch gar nicht Ski, Bruder. Es ist Hochsommer. Zweite Frage, was hat der Sinn. Was hat der Sinn von Ramadan, ist nicht den ganzen Tag zu schlafen mit Fußball zu tun? Weil. Also soll man nicht den ganzen Tag schlafen, sondern Fußball spielen, oder wie? <lacht> <lacht> Weil wolltest du wolltest uns nur zeigen, wie hart du schießen kannst, Bruder. <lacht> <lacht> Aber das leere Tor hast du gut getroffen, Bruder, aus dem 16er. Ne, auf jeden Fall. Ähm, an sich inhaltlich hat er schon recht. Der Sinn von Ramadan ist nicht, den ganzen Tag zu schlafen. Der Sinn von Ramadan ist übrigens auch nicht, sich es schwerer zu machen. Also wenn jemand jetzt sagt, ich spiele absichtlich am Tag Fußball, damit ich sozusagen mehr schwitze, damit der Tag schwerer ist, so ist das gegen die Sunna. Das ist gegen das, was der Prophet Muhammad, Frieden und Segen auf ihm gemacht hat. Wieso? Weil es gibt eine Grundregel beim Prophet Muhammad, Frieden und Segen auf ihm und das ist sozusagen in tausendfach überliefert, dass wenn der Prophet Muhammad, Frieden und Segen auf ihm, die Wahl zwischen zwei Sachen hatte, hat er sich immer das Leichtere gewählt. Und er hat es immer den Leuten leicht gemacht und niemals schwer gemacht. Als der Prophet Muhammad sallallahu wasallam, einmal gebetet hat, er hat vorgebetet. Und er hat dann äh, im Hintergrund gehört, wie ein Baby weint, hat er das Gebet ein bisschen schneller beendet, damit die Mutter zu ihrem Baby gehen kann und sich um ihr Baby kümmern kann. Und es gibt auch Überlieferungen, dass, als es halt stark geregnet hat, dass man dann die Gebete zusammengefasst hat und so weiter und so fort. Also absichtlich schwer machen ist komplett gegen die Sünde. Sogar, wenn ich jetzt auf Reise bin und ich sage sozusagen, ich mache es besser als der Prophet, ich kürze mein Gebet nicht auf der Reise. Der Prophet Muhammad bin Singh auf ihm hat auf der, auf, dem, äh, auf der Reise sein Gebet immer gekürzt. Das heißt, anstatt vier Gebetseinheiten zu beten für Duhur und für Asr hat er zwei gebetet. Ja? Und anstatt der Aisha vier hat er zwei gebetet. Ja? Und die Sunna-Gebete die Sunna hat er nicht verrichtet, sondern er hat nur die Pflichtgebete verrichtet. Und er hat zwei gebetet. Und wenn ich jetzt hergehe und sage, ich kürze meine Gebete nicht, ich mache es besser als der Prophet, was ist das dann? Was ist, wenn der Prophet etwas macht und ich sage, ich mache es besser als er? Ich mache es anders? Wie nennt man sowas? Chat. Ja, richtig. Das ist streng genommen eine Erneuerung. Das Religion. Ja, okay, Koffer übertreibt halt vollkommen. Das Religion... <lacht> <lacht> Dass man die Religion zu eng macht und übertreibt, ist ein Teil von Bid'ah. Also Bid'ah ist eine Erneuerung. Und die Erneuerungen, die Erneuerungen in der Religion gehören zu den schlimmsten Sünden. Was jetzt angeht, wenn jemand sagt, ich mache die vier anstatt die zwei, ob das jetzt so, so schlimm ist, Allahu'Anam, aber wir haben eine Überlieferung, wo Leute zum Propheten Muhammad Friede und Segen auf ihm kamen und sie haben gesagt, o Prophet, wir machen es wie du, wir fasten, aber wir brechen dann unser Fasten nicht. Das heißt, sie haben gesagt, wir fasten auch, aber am Abend brechen wir das Fasten nicht. Was wollten sie damit zeigen? Schau mal, schau mal, wie wir uns opfern für Allah. Wir brechen sogar nicht mal das Fasten. Und andere haben gesagt, wir beten in der Nacht und wir werden nicht mehr schlafen in der Nacht. Einfach durchbeten. Und eine andere und andere haben gesagt: Und wir, wir werden keine Frauen heiraten. Wir werden nicht heiraten. Sozusagen, wir halten uns komplett zurück. Vom Geschlechtsverkehr halten wir uns komplett zurück von. von Ehelichen, ähm, ich mal, von ehelichen Genuss halten wir uns komplett zurück. Und der Prophet Muhammad ging auf ihm sagte zu ihnen, und ich mache alles drei, ich heirate die Frauen und ich schlafe in der Nacht und ich breche mein Fasten und ich bin bei Allah besser als ihr. Und das sind, und er hat sie gewarnt, er hat gesagt, zugrunde gehen werden die Übertreiber. Die Übertreiber werden zugrunde gehen. Und das, was ich euch aus meinem Umfeld sagen kann, von den Leuten, die ich kenne, alle Leute, die zu steil gegangen sind, sie sind ganz tief gefallen, ganz tief gefallen. Und mit ganz tief gefallen meine ich irgendwann nicht mehr gebetet, irgendwann ist nichts mehr von Islam übrig geblieben. Du sagst ihm Salam alaikum, er sagt zu dir Servus. Was ist denn so anstrengend, du alaikum Salam zu sagen, selbst wenn du von der Religion nichts mehr hast? Ernsthaft, Bruder? Wenn ich einen Nicht-Muslim alaikum sage, sagt er zu mir alaikum <laughs> Ja. Also von daher, wenn wir Erleichterungen haben, dann sollten wir die annehmen. Ich glaube, es ist bei diesem Reisegebet nicht so streng, äh, dass man jetzt gleich von einer Bidda spricht. Weil wenn man von einer Bidda spricht, ist eine schlimme Sache. Weil es eine Sünde. Es ist eine Sünde. Und was macht die Bidda so gefährlich? Deswegen sind manche auch, sage ich mal, sehr streng bei dem Thema. Es macht, was macht die bitte so gefährlich? Was ist an einer Erneuerung so gefährlich? Das heißt, ich mache etwas, wo ich denke, es ist Teil der Religion, aber es ist nicht Teil der Religion. Und das Zurückhalten von einer Sache ist bitter. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich esse ab jetzt kein Hasenfleisch mehr, weil ich verzichte auf etwas, ich, ich esse ab jetzt kein Fleisch mehr für Allah, dann ist das eine Erneuerung. Das ist eine Erneuerung. Ich behaupte, ich komme mit einer Tat Allah näher, die wir nirgendwo überliefert haben. Der Prophet Muhammad bin Ding auf ihm hat sich nicht davon zurückgehalten. Also auch das Zurückhalten von einer Sache, von der man sich nicht zurückhalten soll, weil es keinen Text dazu gibt, ist eine Erneuerung. Und wisst ihr, was mich auch richtig langweilt, muss ich echt zugeben, 70 Zuschauer und 30 Likes. Bitte drückt mal auf diesen Like-Button. Ich kostet euch doch nichts. <laughs> Und das verwechseln viele. Also manche Leute denken tatsächlich, alles was bitter ist, aber was ist dann bitter so gefährlich, Leute? Genau, einer schreibt, Yahwuzweiba schreibt, man sagt in anderen Worten, ich weiß es besser als Rasulullah. Das ist das erste Problem. Wenn du eine Tat machst, die der Prophet nicht gemacht hat, zum Beispiel sagt, ich esse kein Fleisch mehr für Allah, was sage ich dann indirekt aus? Entweder ich sage, Allah hat es offenbart, aber der Prophet hat es verschweigt, hat es verschwiegen. Das ist die erste Möglichkeit. Also es ist eine super Tat bei Allah. Der Prophet hat das verschwiegen. Das ist die erste Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit ist, dass ich sage, ich weiß, wie ich Allah noch näher komme, als der Prophet Muhammad Ich mache etwas, was nicht mal er gemacht hat. Wisst ihr übrigens, wie man die bid'ah wie manch, aber das Thema ist kompliziert. Deswegen, ich empfehle euch, man sollte in diesem Thema eher schweigen, weil das Thema ist tatsächlich komplexer, als man denkt. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Was klassifizieren wir? Oder warte mal, machen wir erstmal die erste Frage. Was ist noch so gefährlich an der Bedar? An der Erneuerung. Ja, genau. Das Gefährliche ist, es ist eine Sünde. Es ist etwas, was Allah zornig macht. Nicht, was seine Zufriedenheit hervorbringt, sondern was Allah zornig macht. Aber das Schlimmste ist, du denkst ja, dass du was Richtiges machst. Deswegen haben die Gelehrten immer von Bitter gewarnt, weil du bereust ja danach nicht. Wenn ich jetzt eine Sünde mache, denk an irgendeine Sünde: Du kommst nach Hause denkst dir, ja, ach Mann, habe ich schon wieder. Was habe ich schon wieder gemacht, Digga? Ich war wieder mit den Jungs und so weiter. Das heißt, du bereust dann. Aber du gehst nicht von einem Moscheebesuch, wo ihr Erneuerungen gemacht habt. Da gehst du nicht nach Hause und sagst, oh Mann, heute wieder in der Moschee so viel Erneuerung gemacht. Das machst du nicht. Sondern du denkst, du bist auf dem richtigen Weg. Du denkst, du machst es richtig. Wie gesagt, man soll aber mit dem Thema vorsichtig sein, weil es ist nicht so einfach zu sagen, das ist bitter, das ist keine bitter. Das ist bei manchen Themen sehr schwer. Bei manchen Themen ist es relativ klar. Bei manchen Themen ist es relativ klar, aber bei manchen Themen, das sind so graubereiche. Weil zum Beispiel ein, eine, ein Aspekt, wie man die Bidda erkennen kann, ist, und Bidda, also Erneuerungen in der Religion, in der Religion, nicht Erneuerungen an sich. Erneuerungen in der Medizin sind erlaubt. Erneuerungen ähm, in Naturwissenschaften ist erlaubt. Erneuerungen in egal welchen Sachen ist erlaubt. Erneuerungen in Kleidung ist erlaubt. Die haben eine, eine neue Kleidung. Die haben nicht die Kleidung der Araber, eine andere Kleidung. Alles kein Problem. Nur Erneuerung in der Religion. Das ist die Bedarf, von dem wir reden, die verboten ist. Das heißt, dass jemand zum Beispiel sagt, ähm, zum Beispiel ein Beispiel von Bidda. Ich sage zum Beispiel, ich lese Surat al-Fatiha. Okay, Surat al-Fatiha lese ich im Gebet und danach lese ich nochmal Surat al-Fatiha, weil das einfach doppelt. Ich lese die einfach doppelt. Denkt man sich, wie kommst du auf diese Idee, das zu machen? Der Prophet Muhammad Sing auf immer zu fertiger gelesen, danach hat er eine andere Suche gelesen. Er hat nie doppelt fertiger gelesen. Wie kommst du auf die Idee, so etwas zu machen? Und insbesondere ist es dann kritisch, noch schlimmer wird die Sünde, wenn ich sage, so muss man es machen. Dann wird die Sünde sogar noch schlimmer. Wenn ich sage, nein, nein, so muss man es nicht machen, kann es trotzdem eine Erneuerung sein. Also ja, ich sage, nee, nee, das muss man nicht so machen, aber ich mache das so. Ich esse kein Fleisch, um Allah näher zu kommen. Einer schreibt, ich habe sehr Probleme mit meinen Eltern zu erklären, in türkischen Moscheen fern die Geburtstag des Propheten, Nachtreise und so weiter. Das meine ich ja. Es gibt manche Themen, die sind so ein bisschen graubereich. Weil was, was argumentiert man? Man sagt halt, schau mal, es gibt eine Überlieferung, wo der Prophet Mohammed, an dem tag von äh, an dem tag ashura gefastet hat, äh, gefastet hat genau das heißt der tag an dem tag wo allah Pharaon äh, den, den, den gesandten moses von Pharaon befreit hat so hat der prophet muhammad frau und Singen auf ihm als dank an dem tag gefastet und dann hieß es die juden machen das aber auch dann sagt der Prophet Muhammad auf ihm, dann fasten wir einen Tag davor bzw. einen Tag danach. Das heißt, wir machen es anders als sie. Bei religiösen Praktiken äh, gibt es das, dass der Prophet Muhammad gesagt hat: Macht es so, wir unterscheiden uns von ihnen. Das heißt, wir fasten einen Tag davor, beziehungsweise danach und sie machen es nicht so. Okay? Das heißt, das ist eine gewaltige Sunna, dass du als Dank gegenüber Allah eine gottesdienstliche Tat machst. Zum Beispiel Beförderung in der Arbeit und du sagst, ich möchte jetzt 1000 Euro spenden als Dank gegenüber Allah. Das ist eine gewaltige Sünde und das ist etwas sehr, sehr Gutes. Dass du als Dank gegenüber Allah gute Taten verrichtest. Weil das zeigt deine Wertschätzung. Weil indem du etwas Gutes tust, sagst du, oh Allah, das war von dir. Das ist von dir gekommen, diese Beförderung. So, jetzt wird es interessant. Was ist aber, wenn ich sage, ich mache das ab jetzt jedes Jahr? Jedes Jahr genau an diesem Tag. Ich habe heute meinen Job bekommen und dieser Job ist so gewaltig, ich werde jetzt jeden Tag am 15. März fasten. Wird es dann zu einer Erneuerung? Da sagt man ja, wegen der Regelmäßigkeit. Dann sage ich, okay, aber was ist, wenn ich sage, wir treffen uns jeden Samstag? Jeden Samstag treffen wir uns zum Unterricht. Regelmäßigkeit. Ist jetzt eine Bedarf, ist eine Erneuerung? Da sagt man nein, weil du tust ja nicht den Tag irgendwie gewaltig machen. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, an diesem Tag müssen wir was feiern, weil da ist ein besonderes Ereignis, aber der Prophet Muhammad sallallahu wasallam, hat diesem Tag nie etwas Besonderem zugeordnet. Zum Beispiel seinem Geburtstag hat er nie eine besondere Bedeutung zugeordnet. Das heißt, er hat nie etwas an diesem Tag veranstaltet. Und da gibt es eine Grundregel bei den Gelehrten, wo sie sagen, wenn der Prophet Muhammad ﷺ, die Möglichkeit dazu gehabt hat, okay, und diese, der Sabbat oder der Grund für die Tat ist, jeden, ist oft an ihm vorbeigegangen und er hat es nie gemacht, dann machen wir es auch nicht. Nochmal klarer formuliert als Beispiel: Jedes Jahr kam der Tag, sein Geburtstag. Das kam ja jedes Jahr wieder, richtig? Er ist. Dieser Tag, der Sebab, der Grund ist jeden Tag wieder an ihm vorbeigegangen. Aber er hat nie darauf reagiert. Hat er die Möglichkeit gehabt, darauf zu reagieren? Ja. Er hätte gesagt, wir, wir, wir machen jetzt was. Wir können feiern, oder halt nicht feiern, sondern wir beten heute extra viel. Das hat er aber alles nicht gemacht. Und jetzt kann ich unmöglich sagen, ich weiß es besser, wir machen an dem Tag was. Aber wieso haben das die Sahaba nicht gemacht? Versteht ihr? Aber wie gesagt, inshaAllah, die Taten von diesen Menschen werden trotzdem angenommen, weil es sind gottesdienstliche Taten, die, wo sie sich Allah nähern. Aber der Grund ist eigentlich ein nicht korrekter Grund. Aber wie gesagt, das sind, das, sind halt sehr, das sind wirklich sehr komplexe Themen. Zum Beispiel, ich gebe euch noch ein Beispiel. Wir haben doch gerade die Regel gesagt, wenn der Prophet die Möglichkeit hatte, aber er es nicht gemacht hat, ist eine Beda, eine Erneuerung. Könnte jetzt jemand kommen und sagen, oder aber die Sahaba, früher, als der Koran offenbart wurde, die Leute haben das auf, auf so, äh, wie heißt es, auf so Sachen geschrieben, auf Knochen, auf, auf so Häuten, auf Blättern und so weiter. Und jeder hatte dann so ein bisschen was bei sich zu Hause. Jemand hatte die Sura, jemand hatte die Sura und so weiter. Zu dieser Zeit gab es nie, dass der Prophet gesagt hat, sallam, Leute, sammelt jetzt all eure Schriften. Wir tun das jetzt alle hier in einem Mushaf. Mushaf bedeutet ein eingebundenes Buch. Wir machen jetzt ein festes Buch draus. Koran ist das. Das hat er nicht gemacht. Jetzt könnte man sagen, hat er die Möglichkeit dazu? Könnte man vielleicht sagen, eigentlich schon, oder? Hätte er nicht die Möglichkeit dazu gehabt? Aber er hat es nicht gemacht. Aber die Sahaba haben es dann gemacht. Ja, sie haben den, äh, die, die Sachen gesammelt und haben ein Mushaf draus, äh, draus gemacht. Jetzt könnte man hier sagen, ist das dann nicht eine Erneuerung? Und deswegen, das Thema ist relativ komplex. Das Thema ist relativ komplex. Auch, ich meine, einer schreibt zum Beispiel Tespi, also Dicker. Dicker ist ja überliefert. Problematisch wird es dann nur, wenn ich zum Beispiel ein komplett neues Dicker einfüge. Wie zum Beispiel, ich stelle mich hin und mache hu, hu, hu und drehe mich im Kreis. Hu, hu, hu. Dann denkst du dir, okay, warte mal. Das, wo, hast du das, wo hast du das gelesen? Dass die Leute dann in eine Trance verfallen und sich drehen, damit ihnen schwindlig wird, damit ihr Kopf gagger wird und sie sagen, boah, der Bruder habe ich voll gefühlt und sowas. Haben das die Sahaba gemacht? Nein, okay. Haben, wer hat das gemacht? Dann sagst du, okay, das ist eine Erneuerung. Aber was ist, wenn wir jetzt sagen, wir setzen uns zusammen hin, wir lesen zusammen den Koran? Und wir lesen zum Beispiel gleichzeitig, weil das für uns leichter ist, so zu rezitieren. Ist das dann auch eine Erneuerung? Also versteht ihr, es gibt irgendwo einen komplexen Graubereich und diese Frage mit Gute Beda ähm, äh, ein Bruder hat mir letztens einen Text, Text geschickt, also Imam al-Shafi'i und auch Ibn Taymiyyah zitiert Imam al-Shafi'i, wo sie über dieses, diese Begrifflichkeit Gute Beda sprechen. Aber sie meinen damit nicht, dass du jetzt eine komplett neue Tat erfindest. Also sie meinen nicht hu, hu, hu und im Kreis drehen. Wenn sie das gemeint hätten, dann hättest du ja zahlreiche von solchen Erneuerungen von Imam al-Shafi'i und von Ibn Taymiyyah überliefert, hast du aber nicht. Sondern sie meinten damit, eine sozusagen, dass sie sagen, dass man etwas erneuert, was aber nicht der Sunna widerspricht. Und so beschreiben sie das auch in ihren Texten. Also sie sagen: es gibt Sachen, die führst du ein in die Religion und die widersprechen dem Koran und der Sunna und den Texten und dem Ijma ah und so weiter. Das ist eine schlechte Beda. Aber es gibt Sachen, die eingeführt werden und sie widersprechen dem nicht. Genau. Und in welchem Bereich das dann ist, wieder eine Sache für sich. Zum Beispiel die mushaf thematik Wie zum Beispiel auch Sachen, die nicht fest sind. Wie zum Beispiel hat der Prophet Muhammad sallallahu wa sallam, Flyer verteilt. Hat er Videos gedreht. Hat er das gemacht? Die Antwort ist nein. Jetzt kommt aber die nächste Frage: Hat er die Möglichkeit dazu? Dann sagen wir nein. Also er hatte nicht die Möglichkeit dazu, Videos zu machen. Indem er die Möglichkeit nicht dazu hatte, das ist schon mal ein Hinderungsgrund, um zu, pauschal zu sagen, das ist eine Bidda. Aber jetzt wird man sagen: Aber bitte heißt nur eine Aibada eine gottesdienstliche Tat. Das ist eine gottesdienstliche Tat. Oder ist war keine gottesdienstliche Tat? Da war ist eine Aibada. Flyer verteilen, eine Aibada, oder nicht? Wenn man nach der Definition geht, alles, was mich Allah näher bringt, alles, was mir Lohn gibt, dann wird das als Aibada verstanden. Versteht ihr? Genau. Itachi sagt sehr kompliziert. Deswegen sage ich, Bruder. Also ich empfehle euch immer so: Nicht sagen, das ist eine Erneuerung, bitte, du bist ein Erneuerer, sondern sag eher, Bruder, schau mal, ich möchte an diesem Tag zur Moschee nicht kommen mit diesem Geburtstag des Propheten, weil was ich gelernt habe, ist, dass es eigentlich nicht überliefert ist, dass Sahaba das gemacht haben. Und wenn da jetzt was Gutes drin, ich meine, die hatten ja die Möglichkeit dazu, das zu machen. Wenn da was Gutes drin wäre, dann hätten sie es gemacht. Deswegen, mir ist lieber, dass ich da nicht mitmache. Sei mir nicht böse, ich komme an einem anderen Tag. Lieber so, versteht ihr? Anstatt sehr leichtfertig mit den Worten zu sein, weil es, wie gesagt, manche Sachen sind. Verzwickter und komplexer als man denkt. Genau, anonymer Einstein, genau da, das habe ich gerade erklärt mit diesem Maulit. Sind nationalistische Feste in der Moschee in Ordnung? Naja, grundsätzlich, Bruder, also im Islam. Ein Fest zu feiern ist erstmal im Islam komplett erlaubt. Ein Fest zu feiern ist erlaubt. Die Frage ist aber nur, was für einen Grund und Ursprung hat das Fest. Wenn der Grund und Ursprung verboten ist, dann darfst du das Fest nicht feiern. Ich sage zum Beispiel, wir machen zu Hause bei mir ein Fest, ich habe meine Uni abgeschlossen. Ist erlaubt, kein Problem. Aber wenn ich jetzt sage, ich mache ein Fest, weil, keine Ahnung. Heute wurde die erste Buddha-Statue in Myanmar gebaut. Dann ist das natürlich nicht erlaubt. Was ist mit Schmatzen? Ist das eine Beda? Was ist das, Bruder? Seematzen. Einer schreibt, wäre Maulid eine, Maulid eine gute Bidar? widerspricht dem Koran und der Sunna, Sunna ja nicht. Er sagt, Sheikh Said Al Kamali hat ein Video gemacht, wo er dies erlaubt hat. Ich kenne dieses Video von Sheikh Said Al Kamali nicht, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Sheikh Said Al Kamali sehr, sehr mag und sehr schätze. Wenn nicht sogar den, von dem ich am liebsten höre. Äh, aber ich kenne dieses Video ehrlich gesagt nicht. Also was was man in den Texten hat, ähm, auch von ähm, also, manche verwechseln das ein bisschen. In den, in den Schriften, also auch von Ibn Taymiyyah, manche misszitieren da ein Zitat. Da sagt er schon, dass das sozusagen nicht korrekt ist, an diesem Tag zu feiern. Aber es gibt halt eine andere Stelle und die Leute zitieren dann immer nur diese Stelle, wo er halt sagt: Aber sie machen an diesem Tag Taten, wo sie Allah näher kommen und so weiter. Und er erhofft, dass diese Sache trotzdem von ihnen angenommen wird, aufgrund ihrer Unwissenheit aber er zum Beispiel er erlaubt es nicht von eben zu mir und wie gesagt Sayyid kann man die müsste ich mal nachschauen widerspricht dem Koran und der Sunna an sich nicht aber wäre halt wäre halt etwas was du einführst was der Prophet so nicht gemacht hat Fried und Segen auf ihm. aber wie gesagt ist dir vor, wir würden jetzt am Freitag wir machen jeden Freitag zum Beispiel so eine Feier weil wir sagen Jumma, Jumma ist ein schöner Tag alles was eine zu krasse Regelmäßigkeit bekommt, bekommt dann immer mehr diesen Erneuerungscharakter. Wie zum Beispiel, dass du zum, zum Jumha gratulierst. Du hast es an sich halt nicht überliefert. Wieder. Der Grund, der Sabbath, also das Freitag, ist immer an den Sahaba vorbeigegangen. Sie haben den Jumha jede Woche erlebt. Sie hatten immer die Möglichkeit, sich in irgendeiner Weise zu gratulieren. Aber dann sagen andere Gelehrte, ja, aber das ist doch nur. Das ist sozusagen nur, wie ich dir sage. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Und der Jumma ist definitiv einer der gesegneten Tage der Woche oder der gesegnetste Tag der Woche. Und dann sage ich einfach, ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Wenn ich das immer mal wieder mache, ist das kein Problem. Wenn ich das aber zu einer absoluten Regelmäßigkeit wie zu einer Sunna mache, dann ist es problematisch. Problematisch. Einer schreibt, darf man Spucke ablecken von der Lippe, weil man nicht wusste? Oder das sind alles voll übertriebene Sachen. Das sind alles übertriebene Sachen. Auch sowas wie: ähm, Wir haben zum Beispiel kein einzigen Verbot vom Propheten Muhammad, dass wir während dem Ramadan nicht unseren Mund ausspielen sollen bei der Gebetswaschung. Bleibt ein bisschen Wasser übrig nach der Gebetswaschung? Ja. Oder? Haben wir überliefert, wisst ihr, wieso ich das Beispiel nenne? Weil wir haben eine Überlieferung, wo der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sagt: Übertreibt im, in diesen, dieses Naseauswaschen, also das Auswaschen der Nase, dass du das Wasser die Nase hochziehst, übertreibt damit, also macht das sehr stark, außer wenn ihr fastet. So eine Überlieferung haben wir. Das heißt, hier hat er uns plötzlich gewarnt. Wieso hat er uns hier gewarnt? Weil, was passiert, wenn du zu stark Wasser die Nase hochziehst? Es kann sein, dass es dann durchkommt und du es runterschluckst. Versteht ihr? Es gibt die Gefahr, dass du es runterschluckst, dass dieses Wasser durchkommt. Hier, die Gelehrten benutzen es auch als Beweis. Die sagen, wenn das durchkommt, hast du dann irgendwie, ist dein Durst gesättigt oder sowas? Sagst du, ah, jetzt bin ich fit. Ah, oh, Bruder, perfekt. Richtig nice getrunken. Nein. Machst du. Es ist nichts, also verstehst du, das ist nichts etwas, was dir Kraft gibt. Aber trotzdem ist es eine Zufuhr von Nahrung. Sie war unabsichtlich. Und deswegen hat er gesagt, übertreibt darin, außer wenn ihr fastet. Aber diese Aussage haben wir nicht über das Mund auswaschen. Wieso? Weil wenn ich Mund, wenn ich Wasser in meinem Mund tue und ausspucke, es besteht nicht die Gefahr, dass ich das verschlucke. Und das, was klein ist, das ignoriert man, Bruder. Das, was klein ist, was da ein bisschen übrig bleibt, das ignorierst du. Das ist immer so im Islam, diese kleinen, wenn ihr immer versucht auf Mikroebene und sowas. Das gibt es im Islam. Ich habe irgendwie meine Lippe abgeleckt und es war jetzt leicht salzig. Leute, macht euch keine Waswasser. Das ist vollkommen übertrieben. Okay? Es kommt seit Tagen Blut aus meinem Rachen. Wie soll ich das handeln? Also das Fasten. Oder es sollst du so handeln, dass du einen Termin beim Arzt machst, oder? Das ist, glaube ich, nicht normal, oder? Hä? Wolltest du jetzt Ferndiagnose von mir? Also das Austreten... Es ist ja so, Leute. Wenn, wenn etwas das Fasten bricht, müsst ihr euch da nicht irgendwie in Anführungsstrichen schlecht fühlen. Zum Beispiel, jemand geht es nicht gut. Jemand geht es nicht gut. Er ist krank. Er hat Schmerzen. Er braucht eine Schmerztablette. Der muss sich jetzt nicht schl schlecht fühlen, eine Schmerztablette zu nehmen. Er muss nur akzeptieren, er konnte halt heute nicht fasten, weil das Zuführen dieser Tablette durch den Magen bricht das Fasten. Versteht ihr? Allah sagt ja, man kann Marie dann ala Aber wer von euch krank ist oder auf Reise ist? So soll er die Tage nachfasten. Also, Und dann sagt in diesen Versen, sagt sogar Allah, Und Allah möchte für euch doch das Leichte. Er, und er möchte für euch nicht das Schwere. Also von daher ihr müsst ihr da keine Angst haben. Allah ist barmherzig, allvergebend. Wenn es einen Grund gibt, wieso du dein Fasten brichst, ein Bruder hat mich kontaktiert. Er meint, er hatte eine OP, eine OP am Rücken. Der hat richtig schlimme Schmerzen. Er sagt, er hält das gar nicht aus. Er quält sich da im Bett. Und er sagt, darf ich eine Schmerztablette nehmen? Natürlich, Bruder, darfst du eine Schmerztablette nehmen. Wenn das etwas ist, du hältst es nicht mehr aus, es ist für dich schlimmer Schmerz. Natürlich darfst du das Fasten brechen. Aber du musst halt dann das Fasten nachholen. Du darfst nur nicht grundlos brechen und nicht sagen, ein bisschen trockener Mund. Oh, Bruder, das ist jetzt voll die Erschwernis, Ich muss trinken. Aber wenn es ein Schmerz ist, ein Leiden ist, dann gibt es hier kein, kein, keine Messung. Die Gelehrten haben hier über keine Messung geredet. Wisst ihr, was die Gelehrten hier für eine Messung gegeben haben? Die sagen, die musst du selber machen. Du musst selber sagen, okay, jetzt geht es gerade nicht mehr. Ich habe jetzt gerade so Kopfweh, mir geht es gerade wirklich überhaupt nicht gut. Ich habe gerade Angst, dass es sogar vielleicht sogar noch schlimmer wird. Dann sollst du deinen Fasten sogar brechen. Und alles andere wäre, dass du dich selbst ins Verderben stürzt. Das heißt, dass du dir selber schadest. Jehovah Allah sagt: Wer von euch krank ist, so soll er die Tage nachfasten. Allah möchte für euch das Leichte. Das sagt Allah zu mir und ich sage: Nee, 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 das mache ich nicht so. Nö, nee, ich mache es mir schwer. Ja, du möchtest für mich das Leichte, aber ich mache es mir anders. Ich mache es mir schwer. Ich leide jetzt hier und äh, krepiere dann am Boden und werde ohnmächtig. Hm. Ist das, was Allah von dir wollte? Nein, Digga, das sagt Allah nicht hier in dem Vers. Allah sagt nicht in dem Vers, macht es euch so schwer wie möglich. Und wenn ihr krank seid, dann lieber fallt ihr um, dann bekommt ihr einen noch größeren Lohn. Das sagt Allah hier nicht im Koran. Allah sagt, er möchte es für euch leicht machen. Einer sagt, ich bin mal unmächtig geworden wegen Fasten und habe danach weitergefastet. Also, wenn du sogar schon unmächtig geworden bist, hast du zu viel gemacht, Bruder. Einer schreibt, mein Kumpel kann nicht fasten, lebenslänglich aufgrund einer Krankheit. In demselben Vers, den ich gerade zitiert habe, sagt Allah sozusagen, wenn du nicht fasten kannst, dann musst du die Tage nachholen. Und in demselben Vers sagt er, und wer das auch nicht kann, so muss er sozusagen stattdessen einen Armen speisen. Das heißt, er speist anstatt jedem Tag, an dem er fasten, nicht fasten konnte, weil es eine chronische Krankheit ist. Das heißt, er sagt, ich werde die nie nachfasten können. Dann speist er einfach für jeden Tag einen Armen. Und da gibt es die Hilfsorganisation, man spendet sein Geld. Und wir haben eine authentische Überlieferung für was? Derjenige, der einem, einem, ähm, äh, einem zu Speise gibt für Ramadan, ihn speist, ist so, er bekommt denselben Lohn, als ob er selber gefastet hätte. Deswegen nutzen die Leute auch immer die Chance, sagen, hey, komm zu uns iftar, komm zu uns iftar, weil sie wissen, es gibt doppelten Lohn, weil sie bekommen den Lohn für den Fastenden. Genau. Aber man darf nicht, man darf nicht grundlos sein Fasten brechen. Grundlos sein Fasten zu brechen ist eine gewaltige Sünde, ist keine kleine Sünde. Das gehört zu den großen Sünden, zu den keberir. Für einen Reichen ist ein Armen Speisen nicht Schwieriges. Richtig, aber das ist nur, wenn du nicht nachfassen kannst. Also, du darfst jetzt nicht sagen, ich fasse Ramadan nicht und speise stattdessen jeden Tag einen Arm. Per Konsens oder den Gelehrten ist das nicht erlaubt. Das wird nicht von Allah angenommen. Sind mehrwertige Alkohole erlaubt? Ja, Bruder, weil mehrwertige Alkohole machen dich nicht betrunken. Ihr dürft euch nicht so auf das Wort Alkohol aufhängen. Du, Leute, das Wort Alkohol kommt in keinem einzigen Hadith vor. Gibt's nichts. Alkohol gibt es nicht. Kommt im Koran nullmal vor. Das, was Allah verbietet, ist Khamr. Khamr kommt von Berauschen, das, was deinen Kopf benebelt. Rimar, das, was deinen Kopf sozusagen einhüllt, benebelt. Das ist verboten. Da spielt es keine Rolle, ob das Alkohol ist oder ob du dir eine Muskatnuss durch die Nase ziehst. Egal, was deinen Kopf benebelt, sodass du nicht mehr weißt, was du tust, das ist verboten im Islam. Und es geht um die Gesamtsubstanz, das ist auch was die Leute nicht verstehen. Es geht nicht drum, und ich kenne ehrlich gesagt keine Ansicht unter den Gelehrten, dass sie über, über wenige Prozentteile von Alkohol reden. Weil es geht um die ganze Substanz an sich. Wenn eine Banane oder Brot jetzt 0,01% Alkohol haben und das haben sie. Dann sprechen wir hier nicht von Hammer, weil Hammer heißt berauschender Trank. Ist Brot jetzt ein berauschender Trank, oder wie? Was sagt er, der Alkohol? Der Alkohol spielt da keine Rolle. Es geht um die gesamte Substanz. Sagst du, Bruder, ich habe heute zehn Bananen gegessen, Bruder, ich bin so durch, ah, Bruder, ich habe wieder übertrieben, Bruder, ich habe voll viele Sachen gemacht. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, das kann man nicht als Hammer bezeichnen. Und da spielt es keine Rolle, sagst, aber ja, da ist ein bisschen Hammer. Nein, es geht darum, ist sie. Ist dieses Gesamtding Hammer? Ist das Gesamtding eine Substanz, die dich betraub, äh, berauscht? Das ist sie nicht. Deswegen verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht diese ganze Diskussion mit Alkohol in Parfüm. Das Parfüm ist doch kein Hammer. Parfüm ist doch kein Hammer. Und wenn wir sagen, wo 0,001% Alkohol drin ist, ist Hammer, dann wäre Banane Hammer. Dann wäre Banane berauschender Trank. Weil da ist 0,0001% Alkohol drin. Also, es geht nicht darum, dass da eine Substanz drin ist, die dich hochkonzentriert irgendwann berauscht macht. Es geht darum, dieses gesamte Nahrungsmittel an sich. Wenn ich das zu viel konsumiere, kann ich dann betrunken werden. Muskatnuss, genau dieselbe Thematik. Muskatnuss ist ein bisschen kompliziert, weil bei der Muskatnuss kannst du dir tatsächlich irgendwo die Birne wegballern. Habe ich mal gelesen auch. Also, ist anscheinend klar und offensichtlich. Es kann aber auch übrigens sehr gefährlich werden. Ich habe gehört, Muskatnuss, also nicht gehört, sondern ich habe das gelesen: Muskatnuss kann sehr ge gefährlich werden in hohen, ähm, in hohen äh, Mengen. Ähm, und hier gibt es tatsächlich unterschiedliche Argumentationsweisen der Gelehrten. Manche sagen, wenn es eine Gewürzmischung ist, beziehungsweise eine Pizza zum Beispiel ist, wo Muskatnuss drin ist, ist es kein Problem. Wieso? Weil meistens das Gesamtding dich nicht wieder berauscht macht. Das heißt, die Pizza kannst du zwei, drei Stück zerfetzen. Du wirst nicht betrunken. Versteht ihr? Genau dasselbe wie Alkohol. Aber sie sagen zum Beispiel, du darfst dir keine. Rein prinzipiell darfst du dir nicht die Sache an sich kaufen. Ich dürfte mir zum Beispiel nicht eine Flasche Wein kaufen und sagen, ich mache da ein bisschen. Alkohol rein. In meinen. Weil ich darf den Alkohol ja gar nicht kaufen. Und an sich eigentlich bei der Muskatnuss, deswegen haben, wisst ihr, was manche Gelehrte dann gesagt haben? Die haben gesagt, wenn wir importieren, wir importieren aus einem nicht-islamischen Land eine Gewürzmischung und da ist ein bisschen Muskatnuss drin, kein Problem. Aber nicht, dass wir die Muskatnuss an sich haben. Ja. Genau. Ja, genau. Alkohol ist unrein. Es gibt nirgendwo einen Hadith oder einen Vers, wo steht: Alkohol ist unrein. Khamr ist unrein. Das ist übrigens die Ansicht aller vier Rechtsschulen. Khamr ist unrein. Das heißt, Rotwein nehmen und dann so machen. Das wäre nicht erlaubt. Aber das ist Khamr. Aber Parfüm ist kein Khamr. Trinkst du Parfüm? Es ist kein berauschender Trank, das kannst du gar nicht trinken. Check dir, was ich mal? Check dir jetzt diesen Unterschied zwischen Alkohol und Hammer? Genau. Darf ich Mayonnaise essen? Absolut unsinnige Frage. Man fragt nicht immer Leute nach, äh, darf ich Mayonnaise essen? Darf ich Hase essen? Du weißt, was verboten ist? challas Da musst du jetzt nach je, nicht nach jeder Sache fragen. Kommst du ja gar nicht mehr, äh, kommst du ja gar nicht mehr, darf ich Blumenkohl essen? Darf ich Brokkoli essen? Darf ich so äh, Darf ich Suppe mit Brokkoli machen? Genau. Einer sagt auch noch, Alkohol ist eine chemische Familie. Auch richtig. Das ist auch das Nächste, was sie falsch verstehen. Die lesen irgendwo Alkohol, die gehen ab wie Schmidts Katze. Das hat absolut nichts mit Hamade zu tun. Wenn du jetzt sagst, das ist Haram, du hast per unter den gelehrten Unsinn erzählt. Da sind, es gibt Bonbons, mehrwertige Alkohole. Habt ihr das schon mal gelesen? Mehrwertige Alkohole. Das sind auch so, ähm, die sind auch in so Proteinriegel und so weiter drin. Das sind so ein bisschen Süßmacher aber die machen nicht dick haben null Kalorien glaube ich machen nicht betrunken hat nichts mit Alkohol zu tun mehrwertiger Alkohol hat so viel mit Alkohol zu tun Ethanol ist der Trinkalkohol der dich der dich betrunken macht ja was ist mit Schwarzwälder Kirschtorte und so weiter an sich die Substanz ist kein Hammer eine reife Banane zu kaufen ist wie eine Torte zu kaufen, wo ein kleiner Alkoholanteil drin ist. Ich persönlich, ich sage euch, ich kaufe sowas nicht. Wenn ich sehe, da ist irgendwie Likör drin, ich, ich halte die Finger davon, ich kaufe sowas nicht. Aber an sich kannst du sagen, kannst du von dieser, wenn du jetzt die ganze Torte isst, kannst du dann davon betrunken werden? Wenn die Antwort ist nein, nicht mal ansatzweise, dann ist es an sich unproblematisch. Aber es gibt halt einen Graubereich. Und die Gelehrten haben auch darüber geredet, indem sie zum Beispiel sagen: Darf ich in ein Restaurant gehen und ich esse Rotweinsauce? Also, das heißt, es ist eine Rotweinsauce. Was ist das Problematische? Erstens, wie viel Rotwein hat er reingekippt? Zweitens, wie lange hat er es gekocht? Wenn ich 100% sagen kann, er hat so und so viel reingekocht, er hat so und so lang das gekocht, der ganze Alkohol ist verdampft, das ist. Physikalisch unmöglich, chemisch-physikalisch unmöglich, dass da noch Alkohol drin ist. Wenn ich das sicherstellen kann, kein Problem. Ich dürfte mir zwar nicht Rotwein kaufen, um zu Hause eine Soße zu machen, das dürfte ich nicht. Aber wenn ich bei einem Christen oder Juden esse und er sagt, nee, das ist alles weg, dann wäre es an sich kein Problem. Aber kannst du das sicherstellen? Die Antwort ist nein. Das kannst du oft gar nicht sicherstellen. Das kann sein, dass er Weißwein gekippt hat und dann nur ein paar Minuten abkücheln und fertig. Genau. Deswegen, also ich halte davon. Ich halte davon meine Finger fern. Okay. Schauen wir mal weiter. Also, Bruder, äh, wie heißt der? Karim for you. Bruder, nicht böse gemeint, aber ich fühle dein TikTok gar nicht mit dieser Skimaske und äh, dem Fußball auf jeden Fall. Und, ja, egal. Auf jeden Fall, Bruder, Sawanekum, nicht böse gemeint, gell? Also, ich glaube, ich und Taf haben uns ein paar Situationen ein bisschen missverstanden. Zum Beispiel hier. Sophie, die 18-Jährige gilt okay, nämlich ist nicht ein bisschen durch, deswegen. Skippen wir mal, in mal. Mo Bean forgets Surah Al-Fatiha. Wer ist Mo Bean? Er liest doch richtig, was passt. Wieso steht da? Er vergisst Surat Al-Fatiha. So er ernstiger, weil er leise liest, sagt, ihr vergisst Surat Al-Fatiha, weil er so lange Pausen macht. Das ist übrigens, das ist korrekt, was er macht. Die Gelehrten haben erwähnt, es gibt einen authentischen Hadith, wo es heißt, dass Surat Al-Fatiha ist ein ein Gespräch zwischen dir und Allah. Du sagst, Alhamdulillahi Rabbil alamin. Einer schreibt, das ist Modin, ein Meme. Modin ist ein Shia aus England. Ach so, ich kenne den nicht, Bruder. Okay, das ist jetzt vielleicht, äh, das ist jetzt vielleicht ein anderer, ein Shia, ist übrigens nicht ein Shia, aber es ist ein anderes Thema. Äh, aber dass man so Pausen macht zwischen Surah Al-Fatiha ist korrekt. Das ist gut, dass man immer kurz stoppt. Weil äh, es ist ein Gespräch zwischen dir und Allah und du sagst zum Beispiel Alhamdulillah Rabbil Alamin und Allah antwortet mein Diener lobt mich. Ar-Rahman Rahim und so weiter. Und dann heißt es mein, mein Diener lobt, preist mich. Mein Diener bittet mich um die Rechtleitung und so weiter und so fort. Da gibt es einen längeren Hadith dazu. Und von daher, da immer so kleine Pausen zu machen, ist gut. Ja und langsam Koran zu lesen auch gut. Ja, aber genau, jetzt, welcher Gruppierung er angehört, das weiß ich nicht. Das ist einfach eine Zauber bei den bei den Lidlbrötchen drin. <laughs> Oder wie geht so was? Oder einer schreibt, der Bre ist im Paradies. Er kommt gar nicht drauf klar, wie viele Brösel da drin sind. Einer schreibt, kauf einfach die Taube, kostet nur 59 Cent. Einer schreibt, jetzt ist es ein Vogelkernbrötchen. Ich mach mal ein bisschen dann seht ihr das? Ich meine, die Kommentare sind immer so krass lustig, oder? Uh, hat jemals einen Daumen angeschaut? oh what did they say? Yes, I actually have had this mark checked out before by a doctor. What's going on, He kind of gave me a deer's in the headlights kind of look. Then he needed to measure my thumb, as as one would do. Then he just asked a bunch of questions to do with my thumb. After all that, he asked if I wanted to get an X-ray, but I turned it down at the time. But who knows? I might I might go through with it. Who knows? As a doctor. It's Islam... but if you don't pray, Es ist übrigens im Islam verboten, sich über die äußerliche Erschaffung eines Menschen lustig zu machen. Wieso? Weil du lachst dann darüber, wie Allah ihn erschaffen hat. Du lachst über den Schöpfer. Indirekt lachst du über den Schöpfer. Wer ist der Schöpfer? Allah subhanahu wa ta'ala. Und deswegen gibt es sogar einen Hadith, wo es heißt. Also, beleidigt nicht den Wind. Beleidigt nicht den Wind. Also, das heißt, sagt nicht sowas wie, ich sag's jetzt einfach mal, Scheiß Wind oder sowas. Das sollst du nicht sagen. Dreckswind, das sollst du nicht sagen. Wieso in dem Hadith heißt es weiter? Weil du beleidigst denjenigen, der den Wind geschickt hat, der den Wind gesandt hat. Und dieses Beleidigen ist grundsätzlich nicht vom Islam, in keinster Weise. Genau. Und genauso, wenn ihr jemand seht, er hat eine große Nase. Er hat irgendwelche Sachen. Egal, selbst wenn er auch ein schlimmer, ähm, wie heißt es? Wenn er ein schlimmer Nicht-Muslim ist, beleidigst du ihn nicht aufgrund seiner Äußerlichkeiten. Ja. Wann ist Iftar bei mir? Leute, bei mir ist Iftar 20 Uhr. Erinnert mich, in eine halbe Stunde, 19 Uhr muss ich mir was bestellen. Ich bestelle mir heute ausnahmsweise was. Wisst ihr wieso? Ich sage euch, was für ein Video. Ja, ich habe ein Video gesehen von, hat mir ein Bruder gezeigt, ein Bruder geschickt. Äh, das ist ein Bruder, der heißt Abu, Abu Goku, oder? Abu Goku heißt er. Und der Bruder hängt zurzeit mit Montana Black ab. Und die sind anscheinend voll dicke geworden und so. Und dieser Bruder, Abu Goku, ist wirklich ein praktizierender Bruder. Und ähm, dann, die waren irgendwie zusammen beim Asiaten. Und der Bruder hat so eine Suppe ge gegessen, so Zitronengrassuppe und, äh, und Nudeln. Bruder, und ich habe das heute, heute Mittag oder so, habe ich dieses Video gesehen. Boah, und ich hatte dann voll Bock auf dasselbe. Und deswegen dachte ich mir, heute, heute bestelle ich mir das. Ja, auf jeden Fall Grüße an diesen Bruder. Abogoku, ich wünsche dir schönen Ramadan. Einer schreibt, hast du neue Zähne? Alles klar, Bruder. Danke fürs Kompliment. Okay, schauen wir nächstes TikTok an. Du hungerst nur. Wie oft ich diese Aussage ja für ja höre und ich. Warte, was noch? Aber wenn du nicht betest, du hungerst nur. Ach so. Also, wenn man, wenn man sozusagen, also die Person behauptet, wenn du fastest, aber nicht betest, dann hungerst du nur. Wenn ich sage, dann hungerst du nur, was sage ich dann damit? Dein Lohn wird nicht angenommen. Sozusagen sinnlos, was du machst. Kannst auch dein Fasten brechen. Kannst vergessen. Wie oft ich diese Aussage ja für ja höre und ich hab's echt satt, Digga. Diese Aussage, die stimmt einfach nicht. Das Fasten und das Gebet sind zwei individuelle Säulen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Assalamu alaikum. Man hört auf diese Aussage, dass das mit dem anderen nichts zu tun hat. Das sind zwei verschiedene Säulen. Ja, und das ist ein Unterschied und weiß ich nicht was. Dann gebe ich dir inshallah eine kurze und knappe Antwort bezüglich dieser Sache. Digga, einer, der fastet und nicht betet, ist wie ein Käfer auf Diät. Die beiden unterscheidet nichts. Ja. Beide fasten, essen und trinken nichts. Aber doch die Ibada ist nicht da. Also, bevor du so eine Aussage tätigst. Ich höre jetzt gerade am liebsten irgendwas hauen, Alter. Also ihr müsst halt, ihr müsst euch vor Allah subhanahu wa ta'ala verantworten. Laut den Alam, also um was geht es hier? Es geht darum, wenn man das Gebet unterlässt, ist man ein Muslim oder kein Muslim. Es gibt die Ansicht unter den Gelehrten, dass wenn du nicht betest, wenn du nicht, wenn du nicht betest, dann bist du kein Muslim mehr. Diese Ansicht gibt es unter den Gelehrten. Okay? Und die müssen wir auch respektieren, sie haben auch ihre Beweise dafür. Die meisten Gelehrten, drei von den vier Rechtsschulen und Jumhur al die meisten Gelehrten, sagen: Wenn du nicht betest, bist du trotzdem noch ein Muslim. Aber du gehörst zu dir, du machst die schlimmste Sünde, die du eigentlich überhaupt machen kannst, nicht zu beten. Wenn wir jetzt sagen, die Person ist kein Muslim mehr, okay? Wenn wir sagen, die Person ist kein Muslim mehr, ist eine Ansicht unter den Gelehrten, dann ergibt es natürlich keinen Sinn, dass er fastet. Weil man dann sagt, was bringt dir dein Fasten? Weil wenn du kein Muslim bist, deine gute Taten werden für dich nicht als Lohn Yawm al angenommen. Versteht ihr? Jetzt kommt aber die fette Problematik. Die meisten Gelehrten sagen, du bist noch ein Muslim. Wenn du nicht betest, machst du eine, eine sehr schlimme Sünde, aber du bist noch ein Muslim. Das heißt, laut den meisten Gelehrten, laut den meisten Gelehrten, tust du gerade den Bruder zu einer noch größeren Sünde motivieren, indem du ihm sagst, du kannst dein Fasten auch sein lassen. Brich dein Fasten. Schau mal, du bist ein Käfer auf Diät. Brich dein Fasten, Bruder, komm. Muss, muss, nicht, muss nicht fasten. Laut den meisten Gelehrten stiftest du ihn gerade zu einer größeren Sünde an. Welche Rechtsschule sagen es? Alle außer die Hanbalitische Rechtsschule. Es gibt ein Hadith vom Prophet Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, wo er sagt: Derjenige, sinngemäß, derjenige, der am Tag der Auferstehung zu Allah kommt, oder sinngemäß heißt es, dass, dass äh, das Gebet ist ein Vertrag zwischen dem Diener und Allah. Das Gebet ist ein Vertrag zwischen dem Diener und Allah. Und es gibt einmal eine Überlieferung, wo es heißt, wer das Gebet unterlässt, Käfer, Der hat Käfer gemacht. Der hat Unglaube beglaubt. Das steht nicht für hohe Käfer. Der ist ein Käfer, wer das Gebet verlässt. Und da steht Terakahu, wer das Gebet verlässt. Das heißt, erstens sprechen wir hier von komplett verlassen. Erster Aspekt. Und es gibt eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten. Ob wenn du nur ein einziges Gebet verlässt, ob du dann sogar kein Muslim bist. Diese Ansicht gibt es auch. Es ist wie gesagt eine Minderheit, aber trotzdem, die Ansicht gibt es. Und wir müssen Ansichten respektieren. Das sind Gelehrten, die aus Koran und Sunna Ansichten abgeleitet haben. Auf jeden Fall, da steht Fakat Kefer. Der hat Unglaube begangen. Da steht nicht hohe Käfer, Wer das Gebiet verlässt, Fakad Kefer, sondern Fakad Kefer. Jetzt wird man sagen: Ja, ist doch klar, Bruder. Dann ist ja der Hadith eindeutig. Okay, kein Problem. Man ha'idan imra'atan min heißt es Fakad ma unzila ala Muhammad. Wer zu seiner Frau kommt, wenn sie Blutung hat oder wenn sie äh, oder er macht mit ihr An Analverkehr mit seiner Ehefrau, der hat verleugnet, was auf Muhammad herabgesandt worden ist, authentischer Hadith. Der hat verleugnet, was auf dem Propheten Muhammad Fried und Segen auf ihm herabgesandt worden ist. Heißt es jetzt, wenn du mit deiner Frau Geschlechtsverkehr hast, während sie ihre Tage hat? dass du dann ein Käfer bist? Nein. Heißt das Analverkehr mit deiner Frau macht dich zu einem Käfer? Nein. Welche, welcher Gelehrte hat das jemals vertreten? Dann stellt sich die Frage, aber was heißt dieses Fakat Käfer oder Käfer? Ich meine, da steht sogar Käfer bima Nuzzila ala Muhammad, was auf den Propheten Muhammad herabgesandt worden ist. Und manche Gelehrte sagen, beziehungsweise die meisten Gelehrten sagen, das ist Käfer bin Er hat die Gnade von Allah verleugnet. Und das ähnelt auch einem Hadith, wo eine Gruppe von, äh, wo der Prophet mit einer Gruppe von Frauen spricht, Friede und Singen auf ihm, und er sagt zu ihnen, dass in euch, in den Frauen, ist eine Art. Äh, ähm, er benutzt auch das Wort, also das Wort Kefar, also auch das Wort, was Verleugnen, die Wahr, also keffer kommt ja vom Bedecken, ja, also das Bedecken. Das Bedecken zum Beispiel, auch den, den Samenseher hat man als, äh, ist ein Käfer im Sinne von, dass er seine Samen bedeckt. Das heißt, er tut die Samen in die Erde und be bedeckt die Samen, ja, sodass es komplett bedeckt ist. Du siehst davon nichts. Es ist der Samenseher. Okay, da, daher kommt dieses Wort. Das heißt, etwas bedecken. Und es gibt auch einen Hadith, wo er über die Frauen spricht und er sagt, sie sollen viel spenden, denn sie sind undankbar. Und er benutzt erstmal das Wort Käfer. Ich kenne den genauen Wortlaut nicht. Und dann sagen sie, sind sie sozusagen Käferin gegenüber Allah? Und damit meinen sie nicht, dass sie ihn verleugnen, weil ich meine, es geht ja um Frauen, muslimische Frauen, sondern sind sie undankbar gegenüber Allah, wie zum Beispiel auch in einem Koranvers, in der ka al kafirin. Wer hat das gesagt? Das hat der Pharao zu Moses gesagt. Du gehörst zu den Käferin. Du gehörst, und wieso hat er zu ihm gesagt? Weil er gesagt hat: Ich habe so viel für dich getan, O Moses. Du bist unter meiner Obhut aufgewachsen. Ich habe dich großgezogen und dir Essen und alles gegeben. Und jetzt fängst du an, hier gegen mich zu rebellieren. Du bist wirklich ein Undankbarer. Und der Musa hat boah, so schön geantwortet. Er hat gesagt: Und diese Tat, dass du mich aufgezogen hast, die hältst du mir jetzt vor, hältst du mir ins Gesicht und nimmst es als Grund, um unschuldige Menschen zu versklaven? Auf jeden Fall, er sagte in der Cantemena du gehörst zu den Undankbaren. Hier ja, heißt es ist nicht Leugner, weil Musa hat es ja akzeptiert. Doch du hast mich großgezogen. Er hat ihm ja nicht gesagt, nee, du hast mich nicht großgezogen, ich habe alles selber gemacht, ich habe alles selber besorgt. Er hat doch, du hast mich großgezogen. Aber das benutzt du jetzt als Grund, dass du Benny Israel versklavt? Das heißt, es ist Verleugnung auch von Gnaden. Und wir haben einen authentischen Hadith vom Prophet Muhammad, wo es heißt: Du hast einen Vertrag, der Vertrag zwischen dem Diener und Allah ist das Gebet. Wer mit diesem Gebet, also mit dem abgeschlossenen Gebet am Tage der Auferstehung zu Allah kommt, der hat sozusagen einen Vertrag mit Allah, dass er, inshallah, ins Paradies eintritt. Und jetzt geht der Hadith weiter. Wer aber nicht mit dem Gebet zu Allah kommt, der hat keinerlei Vertrag und Abmachung bei Allah. Der Hadith geht aber weiter. Und wenn Allah will, so vergibt er ihm. Und wenn Allah will, so bestraft er ihn. Das heißt, du hast keinen Vertrag, du hast kein Gebet, du hast keinen Vertrag gegenüber Allah. Im Umkehrschluss heißt es, du machst dein Gebet regelmäßig, du hast ein Vertrag und Versprechen gegenüber Allah, dass er dich ins Paradies eingehen lässt. Aber wenn du das Gebet nicht hast, hast du keinen Vertrag, keine Abmachung gegenüber Allah. Du kommst zu Allah, wenn er will, bestraft er dich, wenn er will, vergibt er dir. Die Gelehrten sagen, dieser Hadith ist Beweis dafür, dass derjenige, der nicht betet, aber trotzdem noch Muslim ist. Wieso? Weil er ist unter der Maschia von Allah. Allah sagt, wenn Allah will, dann vergibt er ihm und lässt ihm ins Paradies ein. Den käferin lässt er niemals ins Paradies ein. Allah hat versprochen, er wird. Diejenigen, die die Wahrheit leugnen, in die Hölle gehen lassen. In Allah, Allah, Allah bricht niemals sein Versprechen. Das heißt, in diesem Hadith wird hervorgehoben, dass derjenige, der nicht betet, unter der Maschia ist. Das heißt, unter dem Willen von Allah. Wenn er will, bestraft er ihn. Wenn er will, vergibt er ihm. Leute, ich habe immer mehr Zuschauer als Likes. Macht mal bitte Like auf den Stream. Also es gibt viele Beweise dafür und alle Sachen, jetzt wichtig, alle Sachen, die wir beim Gebet haben, dass wenn man es unterlässt, ist immer Fakat Kefer, käfferer und so weiter. Nicht Fahua Käfer. Das, was überliefert wird von den Sahaba, ist, dass sie sich, dass sie das Unterlassen einer Tat haben sie nicht als was gesehen? Als Kufur gesehen. Es geht immer nur um diese Sache, Kufr. Verleugnen von Gnade. Es kann auch heißen, dass du dadurch Käfer wirst. Ja, und deswegen unterteilen sie auch in Kufur Azrar und Kufur Akbar. Genau. Und das heißt, und manche Leute sagen: die Gelehrten, die die Ansicht hatten, dass derjenige, der nicht betet, immer noch Muslim ist, die kannten die Worte der Sahaba nicht. Okay, alles klar, Bruder. Das zeigt, also die Person hat sich natürlich selbst entblößt, wenn er sowas behauptet weil das zeigt, er hat keine einzige Argumentation von denen durchgelesen, weil alle tun diese Aussagen, dass die sie haben, mit in ihre Argumentation mit einfließen lassen. Und das nehmen sie sogar als Beweis. Weil sie sagen, hier steht doch gerade, hier steht doch gerade eben nicht, dass derjenige ein Käfer ist. Sondern sie reden doch die ganze Zeit nur von, dass diese Tat Kufur ist. Und das haben wir bei den Hadithen. Auch zwischen dem Rajul und zwischen, äh, zwischen dem Schirk und Kufur und dem Rajul, das heißt Dort heißt es, es heißt zwar wohl wirklich Mann, aber dem der der gläubige Mann sozusagen, der gläubige Mensch. Und zwischen Schirk und Kufur ist nur das Gebet. Und wer es verlässt wieder vor der hat Unglauben begangen, Aber es steht nie vor Käfer, sondern es steht also erst ein Käfer, sondern es steht, er hat Unglauben begangen, beziehungsweise er hat die Gnade von Allah verleugnet. Ja, weil wenn die Gelehrten sagen Käfer bin das heißt, es ist ein wirklich fettes komplexes Thema und ich behaupte nicht um Gottes willen dass ich die richtige Ansicht in dieser Thematik kenne wir sind Laien der Bruder hier ist ein Laie ich bin ein Laie wir können kein tarjih machen wir können keine Aussagen bewerten aber fakt ist der Bruder muss akzeptieren deswegen bitte ich den Bruder dieses video runterzunehmen du hast gerade laut den meisten Gelehrten diesen Bruder zu ein caba also laut den meisten Gelehrten ist dieser Bruder ein muslim der nicht betet, aber fastet und du hast ihn gerade laut den meisten Gelehrten motiviert, eine gute Tat zu unterlassen. Noch weiter, nicht nur eine gute Tat zu unterlassen, sondern einer der schlimmsten Sünden zu machen. Das Fasten zu brechen. Weil er sich vielleicht denkt, wenn das bei mir eh keinen Sinn ergibt, fürs Gebet schaffe ich noch nicht, das ist für mich so viel Stress. Wenn das Fasten von mir dann eh nicht angenommen wird, dann lasse ich das Fasten auch. Das ist Katastrophe, Alter. Das ist Katastrophe. Gibt es da nicht einfach absolute Meinungen? Gibt es nicht. Es gibt im Islam bei diesen Ichtilaf Sachen gibt es keine absoluten Meinungen. Per Konsens unter allen Gelehrten gibt es das nicht. Absolute Meinungen gibt es in Sachen, wo wir Konsens haben. Das Gebet ist Pflicht. Konsens. Fasten im Ramadan Pflicht. Konsens. Die Hölle existiert. Konsens. Die, äh, die Leugner der Wahrheit kommen in die Hölle. Konsens. Muslime kommen ins Paradies. Alle Muslime kommen ins Paradies irgendwann. Konsens. Alles Konsenssachen. Darüber gibt es nichts zu diskutieren. Da gibt es absolute Meinungen. Aber bei vielen Thematiken gibt es verschiedene Ansichten. Okay, also deswegen, Bruder, ich, ich denke mir manchmal, die Person denkt sich, indem ich dir sage, du bist nur ein Käfer auf Diät, dann geht die Person nach Hause und denkt sich, äh, okay, dann muss ich jetzt anfangen mit beten. Ja, dann bete ich jetzt einfach. Bruder, wenn der drei Jahre nicht geschafft hat, das Gebet zu beten, glaubst du jetzt, dieser Satz pusht ihm? Sagen wir, 100 Leute schauen sich an. Einen pusht es zum Gebet und die anderen 99 hören mit dem Ramadan-Fasten auf. Weil sie sagen, für Gebet habe ich noch keine Kraft. Bruder, das sind deine Taten, ich werde niemals so einen Satz droppen. Wenn ein Bruder zu mir kommt und er fastet, er betet nicht, du kannst, ihm, du kannst ihm gerne sagen, wie schlimm es ist, nicht zu beten. Mir hat es geholfen, als ich gehört habe, mir hat es früher gereicht, mir hat es früher gereicht, dass ich weiß, dass es manche Gelehrten, Bruder, selbst wenn es nur einer war, manche Gelehrten hatten die Ansicht, dass, weil ich nicht mein Gebet verrichte, dass ich, oder nicht regelmäßig mein Gebet verrichte, dass ich dann kein Muslim mehr bin. Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, ich werde jetzt kein Gebet mehr verpassen, Bruder. Ich bin Muslim, Bruder. Der Koran ist für mich die Wahrheit. Allah existiert. Ich bin Muslim. Islam ist die Wahrheit. Da gibt es nichts zu diskutieren. Okay, ich bin ein bisschen am Schwanken und mache da Quatsch und da Quatsch und äh, weißt du, mache da Stress und da Stress und okay, aber Bruder, ich bin Muslim. Versteht ihr? Okay, schauen wir weiter und schauen wir. Okay, an alle Muslime, ich zeige euch jetzt was richtig Krasses. Das hier ist ein Kartenspiel. Kartenspiel, okay? Das ist ein Kartenspiel von einem muslimischen Podcast aus England. Die heißen Freshly Grounded, okay? Das Ding ist, da sind so Fragestellungen einfach drin. Ne? Zum Beispiel hier: Was ist deine Routine, wenn du äh, wütend bist? Oder. Ähm, wie gehst du mit äh, Druck um? Ja, oder ähm, was war der schwierigste Teil deiner Kindheit? Aber Leute, es kommt noch viel besser, okay, Bruder. weil ein Freund von mir hat sich die... Ram ich check nicht, was, was bringen mir die Karten? Ist auf der Rückseite die Lösung drauf, oder wie? Ja, oder ähm, was war der schwierigste Teil deiner Kindheit? Aber Leute, es kommt noch viel besser, weil ein Freund von mir hat sich die Ramadan Limited Edition gegönnt mit speziellen Fragen zum Ramadan. Hier seht ihr es, Ramadan Limited Edition. Ich zeig's euch mal. Wir gucken mal zusammen. Ähm, wie wirst du Eid dieses Jahr feiern? Äh, nenne mir eine. Checkt das e nicht, Bruder? Wo sind da keine. Wallahi, Kafir ist derjenige. Bruder, XXX, wieso schreibst du sowas, Bruder? Ich muss dir jetzt ein Timeout geben. Wieso schreibst du so einen Unsinn, Bruder? Nicht mal das und. Ach, egal. Äh, so. Oder ich check nicht, was diese Karten sollen. Erinnerungen, die dir geholfen haben, dich im Ramadan zu fokussieren. Aber dann auch zum Beispiel sowas wie: Was ist dein Lieblings-. Einfach nur Fragen. Kindheitssnack. Hier aber dann wieder. Ich verstehe den Sinn des Spiels nicht. Ich sitze an einer Gruppe und dann sage ich: Was ist euer Lieblingssnack? Und dann reden wir über unseren Lieblingssnack. Beschreibe Ramadan-Feeling. Okay? Ähm, beschreibe dieses Ramadan-Feeling. <laughs> okay, süß, Bruder. Ich würde es nicht zocken, das Spiel. Ich gönne mir dann lieber Runde Warzone, sage ich euch ehrlich. Aber, ach so, die Karten sind für Gesprächsthemen. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn ich ehrlich bin, oder? Ihr seid mir nicht böse, wenn ich ehrlich bin. Ich muss hier nicht vorgaukeln. Dass ich sage, oh, geil, Bruder. Für mich das Geiste Brettspiel: Activity, Bruder. Activity. Activity Geistes der Welt, Bruder, Activity, lacht lachst dich kaputt. Wer würde sich das Spiel kaufen? Eins für Ja, zwei für Nein. Wir machen es immer so. Eins ist jetzt ab jetzt immer Ja und zwei ist Nein. Also ich meine, süße Idee, vielleicht manchen wird das taugen. Mir nicht so. Okay, schauen wir weiter auf jeden Fall. Was siehst du zuerst zuerst? Was siehst du zuerst? Nummer 1. Siehst du zuerst das Gesicht von vorne oder zuerst das Gesicht von der Seite? Ich habe beides gleichzeitig Wenn gesehen. Wenn du das Gesicht von vorne zuerst siehst, heißt das, dass du eine eher rationale Person bist. Wenn du allerdings das Gesicht von der Seite zuerst siehst, heißt das, dass du eine eher emotionale Person bist. Was siehst du zuerst? Nummer 2. Also, was hast du zuerst gesehen? Die Äpfel, das Gesicht oder die sitzende Person? Ich habe alles Wenn es gleichzeitig das Gesicht gesehen. Das heißt, das, dass du weise und neugierig bist und selbst aus schlechten Dingen noch das Beste machen kannst. Wenn es die Äpfel waren, kommst du gut mit anderen klar und bist sehr verträglich. Wenn du allerdings die sitzende Person zuerst gesehen hast, bedeutet das, dass du geerdet bist, dich anpassen kannst, aber auch abenteuerlustig bist. Was siehst du in diesem Bild zuerst? Nummer 3. Wenn du zuerst Bowlingkegeln oder Fußabdrücke gesehen hast, ist das ganz normal. Wenn du jedoch Holzpuppen gesehen hast, bedeutet das, dass du fürsorglich bist und dich gerne um andere kümmerst. Digga, was vier. ist das, das denn für ein Schrott? Wenn du es gibt doch manche Menschen, die wissen nicht mal, dass das da Hol Holzpuppen sind, Digga. In welcher Welt sind das denn Holzpuppen, Digga? Jedoch ich sehe ehrlich gesagt die ganze Zeit als erstes, dass das da fettrot Psychologietest stehen hast. Bedeutet das, dass du fürsorglich bist und dich gerne Kann man da irgendwie Drücke Daumen machen. unten geben? Nummer 4. Viele bekannte Psychologen behaupten, dass Körpersprache sowie Gestik und Mimik viel über eine Persönlichkeit aussagt. Deshalb ist der vierte Punkt kein Foto, sondern eine Geste, die du machen musst. Balle also jetzt deine Faust, um den Test weiterzumachen. Na, wie hast du deine Faust geballt? Ach komm, Digga. Er scheitert, er scheitert Steiner schreibt 2008. Oh, kennt ihr den? Ach, verdammt, das von SWR, die blocken wieder mein Video. Egal, das war der Typ, der. wurde irgendwie seine, seine Frau ist verstorben, seine Frau ist verstorben. Und ich glaube, irgendwie, der ist, also der ist dann zu, diesen, zu dieser Olympiade gegangen und der wollte unbedingt die Goldmedaille holen. 285 Kilo hat er hochgestemmt. Und Bruder, wenn er gewinnt, dann ist es so süß, wie er weint und so und sich freut. Und irgendwie hat er dann auch das Foto von seiner Frau auf der Tribüne. Ich fand es ursüß. Da gewinnt er. Oh, das fand ich so süß, Bruder. Schau mal, wie süß er rumspringt. Er springt rum wie so ein Gummibär. Dabei hat er einfach gerade 300 Kilo gehoben. Er springt wie so ein Gummibär. Stopp, wenn es sich richtig anfühlt. Ja, Masha'Allah, das, das kann ich auch in so schneller, in so schneller Abfolge lesen. Okay. Ach so, ich soll irgendwann Stopp drücken, wenn es sich richtig anfühlt. Ach so, ja, das habe ich zu spät verstanden. Okay. v 1170 fragt: Ist es erlaubt zu essen, wo Alkohol verkauft wird, obwohl das Fleisch halal ist? Wenn man Gewissheit hat, dass das Fleisch halal ist, dann kann man da auch essen oder einkaufen, selbst wenn die Alkohol verkaufen. So als würde man beispielsweise bei Rewe, wo Alkohol verkauft, Fisch kaufen. Aber wenn man nicht weiß, ob es halal ist oder nicht, dann sollte man dort nicht essen, weil diejenigen, die Alkohol verkaufen, das sind Freveler und die sind dann nicht vertrauenswürdig, selbst wenn sie sagen, das Fleisch ist halal. Cruz V11170 fragt: Ist es erlaubt zu essen, wo Alkohol verkauft wird, obwohl das Fleisch? Okay, die ganze Argumentationstechnik habe ich nicht ganz verstanden, aber grundsätzlich hat er schon recht. Die Problematik ist es, wenn du jetzt irgendwo hingehst, okay, und er sagt, es ist halal. Dann vertraust du ihm, ja, richtig? Und du denkst dir, Bruder, wenn er bereit ist, Alkohol zu verkaufen. Alkohol verkaufen ist tausendmal schlimmer als Schweinefleisch verkaufen. Bei Alkohol hast du Hadife, wo über, darüber geredet wird, dass derjenige, der verflucht ist, der Lieferer ist verflucht, der Verkäufer ist verflucht, der Produzent ist verflucht. Alle haben den Fluch von Allah. Und immer wenn wir solche Hadife haben, wo die gewaltige Strafe oder die Schwerwiegendheit der Sünde, gezeigt wird oder gesagt wird, dann zeigt es, dass es eine große Sünde ist. Ja, dass es zu den Kaba'ir gehört, dass es eine gewaltige Sünde ist, eine gewaltige Strafe am Tag der Auferstehung gibt. Und wenn er dazu bereit ist, wie wichtig ist ihm dann, dass der Halal draufsteht. Versteht ihr? Aber ich weiß selber, es gibt manche Restaurants hier in München, wo ich weiß, die verkaufen Alkohol, aber äh, ihr Fleisch ist Halal. Von daher, wenn du darüber Bescheid weißt, also wie er erklärt hat, dann kannst du davon essen. Hallo. Hallo. Die beste Entscheidung, ihn aufzunehmen. Oh, Katzinein. Ach Gott, hier. Oh, wie süß. Oh, romantische Musik. Oh, wie süß. mit Fläschchen. Wie sie schaut! Schaut mal. Schau mal, wie sie schaut. Und wie sie hier mit der Tatze die Hand festhält. Oh, was für eine süße Mitsikatzi. Okay, passt schon wieder. Okay, das heißt, ihr ging zusammen wieder gut. Alhamdulillah Allah shukr, Allah Perfekt, dann hat sie hier ein bisschen gespielt. Weiter gekuschelt. Dann hat sie mit euch Weihnachten gefeiert, obwohl es nicht erlaubt ist. Perfekt, ja. Alhamdulillah, also freut mich, dass ihr die Katze verboten, aufgenommen habt. Es ist verboten, TikTok zu gucken, obwohl man da nur Muslime. Es ist verboten, TikTok Was Videos geht ab, Leute? Wie auf sieht. TikTok? Alhamdulillah. Es ist verboten, TikTok zu gucken, obwohl man dort nur muslimische Videos sieht. Also, wenn es wirklich so ist, dass man dort nur muslimische Videos sieht. Es ist nicht verboten, aber ich glaube nicht, ähm, dass man das einstellen kann, dass nur islamischer Content angezeigt wird. Bruder, ja. ich habe doch gerade, ich bin Detektiv, der Bruder hat selber TikTok, das sehe ich doch von hier. Wisst ihr, wie ich hab, erkannt habe, dass er TikTok hat? Der hat TikTok, Bruder. Wisst ihr, wie ich erkannt habe, dass er TikTok hat? Das sieht? Das ist er macht einfach verboten. den hier. Aber ich glaube nicht, ja. ähm, dass das ist man das einstellen kann, Bruder. dass nur islamischer Content angezeigt wird. Ja, und ich möchte ein Statement dazu, ist was ob bekannt, du TikTok hast. Ja, oder? Dass dort viel übel ist. Und vielleicht guckst du dir ein islamisches Video an und das nächste Video, was dann angezeigt wird, ist auf einmal eine halbnackte Frau. Ja? Und inshallah, wenn dein Imman stark ist, guckst du nicht hin, ja? aber es ist eine Fitna. Vielleicht guckst du hin und hast dann dieses Gelüst in dir. Einer schreibt, immer gut denken. Na, ich sehe es ja nicht. Also, das, was er sagt, stimme ich zu 100% zu. Also, das hängt von dir ab. Es gibt keinen, keiner kann dir sagen, das ist verboten, YouTube ist verboten, YouTube ist erlaubt und so weiter. Das kann dir letztendlich ein Gelehrter nur sagen, wenn er sagt, der Schaden darin ist größer als der Nutzen. Und dann liegt es an dir, ob du diesem Gelehrten vertraust. Er ist jetzt kein Gelehrter, ich bin auch kein Gelehrter. Das heißt, wir können hier eh keine Fatwa geben. Aber wenn das halt so ist, dass du dieses TikTok hast und du bekommst da immer wieder schlechte Sachen. Ja, es muss ja auch nicht nur Frauen sein, es gibt ja auch andere schlechte Sachen, also leicht bekleidete Frauen, sondern du merkst, das schadet dir und du bist nicht stark genug wegzuswipen, weil du förderst ja den Algorithmus. Das heißt, umso länger du dir schlechte Sachen anschaust, umso öfter wird es dir vorgeschlagen. Du musst schnell wegswipen und auch nicht kommentieren, du förderst auch den Algorithmus. Und wenn du brav immer bei dem Schrott wegswipes, dann hast du in Schadler irgendwann nur noch, äh, keine Ahnung, kurze Ausschnitte von Iratsch TV wie, na, hör mal. Macht und sowas und ein paar islamische Videos und so. Und dann bist du inshallah chillig unterwegs. Bitte sagen Sie uns, ist es, erlaubt, ist es erlaubt, dass Männer und Frauen, die nicht mal mhm. haben sind, zusammen sitzen? Es kommt in meiner Familie vor, dass unsere Besucher alle zusammen im Wohnzimmer sitzen und sich zusammen unterhalten. Bitte geben Sie denen, die das erlauben. Eine schreibt, Instagram ist doch fast das Gleiche. Ja, ja, klar, Bruder. Es macht keinen Unterschied. Du musst immer individuell schauen. Also, normalerweise haben fast alle von diesen Sachen einen Algorithmus. Äh. Und wenn du den Algorithmus gut förderst, indem du Gutes schaust, wirst du in auch Gutes sehen. Wobei ich auf dieses Thema gar keine Lust Weil dieses Thema ist einfach, es wird, finde ich, viel zu leicht abgehandelt. Erklär mir mal, definier mir mal erstmal, was Geschlechtermischung ist. Wir können das Video anschauen, ich würde es gerne skippen. Es ist wirklich ein komplexes Thema. Die Grenzen, wir haben Grenzen, die textlich überliefert sind, die verboten sind. Sinner ist verboten, Berührungen ist verboten. Und es gibt etwas, was keine Berührung ist, aber trotzdem verboten ist, ist Chalua. Chalua ist ein Mann und eine Frau, die nicht verheiratet sind, sind alleine in einer Abgeschiedenheit. Zum Beispiel Mann und Frau alleine in einer Wohnung. Mann und Frau alleine in einem Park nachts. Das ist verboten. Sie sind irgendwo unbeobachtet, okay? Und dann gibt es dazwischen Sachen, wo die Gelehrten immer gesagt haben: Wenn es für dich eine Fitna ist, halte dich davon fern. Die sagen zum Beispiel, Mann und Frau dürfen miteinander sprechen, wenn es eine Haja gibt. Eine Haja ist ein Bedürfnis. Nicht verwechseln mit Darura. Darura ist Notwendigkeit. Ich bekomme keine Luft. Notarzt. Ja, hallo, ich darf jetzt ausnahmsweise mit Ihnen reden. Das ist Darura. Das ist dringende Notwendigkeit. Wir reden über Haja. Haja kann sein, ich möchte auf dem Markt etwas verkaufen. Dann gehst du mit deinem Zeug auf den Markt. <laughs> dann gehst du mit deinem Zeug auf den Markt und verkaufst es und du redest mit den Menschen, ja, wie viel wie gibst du für diesen Preis, dies, das und handelst. Ist das erlaubt? Das, das haben wir doch zur Zeit des Propheten Muhammad wasallam gehabt. Frauen haben doch auch gearbeitet zu dieser Zeit. Und Männer genauso, sie haben miteinander interagiert. Und das, wo die Gelehrten sagen, und hier fängt die Fitna an, da muss man erstmal definieren, was ist überhaupt Fitna? Ist Fitna, ist Fitna, dass ich eine Person gut finde? Sagt eine Person, sie schaut zum Beispiel den Bruder anas Islam, meine Wenigkeit, salamu alaikum, und sagt, ich schaue mir das gerne an. Also eine Frau schaut zum Beispiel gerne an. Und sie sagt, ja, ich mag es halt, wie er redet und so, wie er die Sachen erklärt, dies, das. Ist das jetzt schon Fitna? Oder ist Fitna erst ab shahwa, ab Gelüst? Weil das Anschauen, das Anschauen einer Person mit Gelüst ist per Konsens unter den Gelehrten verboten. Und das Anschauen einer Person ohne Gelüst ist laut manchen Gelehrten erlaubt. Auch, dass der Mann die Frau anschaut, die bedeckte Frau anschaut. Dass der Mann eine bedeckte Frau, also mit Hijab, anschaut, ohne Gelüst, ist laut einem Teil der Gelehrten erlaubt. Und dass die Frau den Mann anschaut, ohne Gelüst, ist auch laut einem Teil der Gelehrten erlaubt. Genau. Weil Allah sagt im Koran, senkt etwas von eurem Blicken. Er sagt nicht, senkt die ganze Zeit eure Blicke. Es gibt ja Sachen, da muss ich meinen Blick nicht senken. Ich sehe die Moschee, muss ich meinen Blick nicht senken. Ich sehe einen Baum, muss ich da meinen Blick senken? Nein. Muss ich jetzt bei dem bedeckten Mann, das heißt der korrekt bedeckte Mann, beziehungsweise korrekt bedeckte Frau, muss ich meinen Blick senken? Ich folge der Ansicht, nein, musst du nicht. Wenn es keine Fitna ist. Und wenn es eine Fitner ist, wenn du mit mit Gelüst drauf schaust, dann sollst du dann sollst du äh, deinen Blick senken. Das heißt, sobald irgendwas mit Gelüst, du schaust die Person mit Gelüst an, musst du deinen Blick senken. Per Konsens und Ding. Ich schwöre, die, ist so süß, er sagt einfach, Essen bestellen. Ich schwöre, du bist so süß, Bruder. Gib mir noch 15 Minuten, in ähm, Ja, ich wollte Essen bestellen. Ich mache in 15 Minuten, weil ich habe Angst, dass er zu früh kommt. Äh, genau. Aber natürlich, Leute, wir müssen andere Ansichten respektieren. Das machen auch viele falsch, dass sie dann die anderen Ansichten als zu streng sehen. Leute, es gibt, es gibt so in diesem klassischen Sinne, kannst du im Islam nicht von zu streng reden. Wenn es gibt nur in Anführungsstrichen zu falsch, wenn die Beweise nicht darauf hindeuten. Aber wir als Laien dürfen solche Worte nicht verwenden. Ich, ich darf als Laie nicht sagen, dass es die richtige Ansicht ist. Dann würde ich ja behaupten, dass ich Tarjih mache, dass ich Ansichten bewerte. Und deswegen, ich sage, ich folge dieser Ansicht. Und genau, übrigens, die Gelehrten haben dann immer gesagt, wenn es für dich eine Fitna ist, halte dich davon fern. Und haben da als Fitna klassifiziert, wenn du befürchtest, dass du dadurch in Haram fällst. Du befürchtest, dass du dadurch in Haram fällst. Beispiel. Du sagst, ich arbeite mit einer Frau zusammen. Das ist erstmal Hajja. Das ist ein Bedürfnis. Jetzt sagst du aber zum Beispiel, bei mir ist so, ich kann mich dann nie kontrollieren. Das kommt dann immer eins zum anderen, ich fange an zu flirten und dies, das. Das kann bei mir zu was Verbotenem führen. Und du sagst, für dich, für mich ist das eine Fitna. ich halte mich davon fern. Für mich, das checken die Leute nicht, für mich ist es eine Fitna. Dann ist das vollkommen richtig, dass du das so, dass du so handelst. Gibt es ein Hadith darüber, ein Mann darf nicht mit einer Frau sprechen? Nein, gibt es nicht. Ganz im Gegenteil, du hast ein Erlaubnis im Koran, dass Mann und Frau miteinander sprechen dürfen. Und die Bedingungen sind zwei. Sie sollen über Maruf sprechen, über sozusagen das Gängige sprechen, über Bekanntes sprechen, über Gutes sprechen. Okay? Und die zweite ist, dass die Frau nicht ihre Stimme verführerisch macht. Zwei Bedingungen, das heißt Allah erlaubt das Sprechen und gibt zwei Bedingungen. Und dass sie bedeckt ist. Dass sie bedeckt ist. Genau. Das ist ein Surah an Nur, müsste das sein. Surah Nur. Genau, von daher, wenn es aber dann für dich Fitner ist, musst du dich fernhalten. Das heißt, du sagst, Bruder, bei mir ist es gefährlich. Halt dich fern. Aber ich darf jetzt nicht zu jemand anderen hingehen und sagen, Bruder, wie kannst du es wagen, mit einer Frau zu reden? Das ist Fitner, das ist Haram. Das darf ich nicht sagen, Bruder. Das kann ich nicht, das kann ich nicht machen. Verstanden? Ihr müsst vorsichtig sein. Dass Gelehrte, Ibn al sagt zum Beispiel: Das Verbieten einer Sache, welche erlaubt ist, ist noch schlimmer als eine verbotene Sache als Halal zu erklären. Weil du hast einmal über die Religion gelogen und die Konsequenz des Lügen ist, dass du die Religion schwer machst. Okay. Machen wir weiter How does hair hair know when to stop growing? there's a lot of never grows any longer than this and if I were to shave my arm off it would grow back and stop right where it is right now. Mm -hmm. But head hair is different. For instance, my hair what's left of it would keep growing if I didn't cut it. But no other animal has that situation. You don't see wolves out in the forest saying, "Wow, look how long my hair is getting. I better get to the barber." versteht eigentlich alle englisch? Wer so versteht kein Englisch? Zwei in den Chat. The grows so long, but body hair elsewhere that stops seemingly right when it's supposed to. Well, first things first, the hair on your head will not keep growing. Das ist eigentlich schon faszinierend, oder? Also, was er zusammenfassend gesagt hat, ist, woher wissen unsere Haare es ist jetzt Nicht-Muslim, ist kein Muslim. Woher wissen unsere Haare, dass sie aufhören sollen, zu wachsen? Weil zum Beispiel, die Wimpern, die wachsen nicht länger. Aber die Haare am Kopf, er hat gesagt, die Haare am Kopf, die wachsen länger. Also er sagt das nicht, das wissen wir alle. Und die Haare am Bart, die wachsen länger. Aber die Armhaare zum Beispiel, die wachsen nicht unendlich lang. Die Haare am Kopf wachsen auch nicht unendlich lang. Aber sozusagen, hier auch die Augenbrauen, die Wimpern, jeder hat sein Maß. Fascinating, forever typically around six years of growth is the limit. Ah. when hair grows it is in what is known as its anagen phase and for hair on your head that phase can last up to six years but the antigen phase of hair elsewhere on your body eyebrows eyelashes is much shorter except in cases like this guy whose eyebrows grow like head hair. Er hatte die längsten Augenbrauen mit 3,5 cm. Auf jeden Fall, er sagt, äh, deine Haare würden nach sechs Jahren aufhören zu wachsen. Das heißt, es gibt auch da ein Limit. Ach so, übrigens, ich muss mal kurz was sagen. Vorher hat so ein äh, Typ geschrieben. Schau mal, Leute. Ihr könnt mich nicht unterkriegen, ihr könnt, ihr könnt, ich lasse mich nicht mehr von euch unterkriegen. Es gibt manche Leute, die versuchen zu haten. Diese Leute trauen sich nicht mit mir persönlich zu reden. Die versuchen zu haten. Schaut mal, Leute, ich habe einen Discord-Server, jeder kann auf diesen Discord-Server drauf. Wenn ihr ein Problem mit mir habt, wenn ich was Falsches gesagt habe, kommt drauf, kein Problem. Bei allen Themen, ich bin offen zu reden. Alle Themen, egal. Ich habe irgendwas Falsches gesagt, kommt drauf, wir reden. Ich gebe dir sogar eine Plattform. Ich komme rein, es kommen locker 50 oder 100 Leute, kommen rein und hören zu. Wenn ich was falsch gesagt habe, Bruder, wenn ich was Falsches über Islam gesagt habe, Bruder, ich beuge meinen Kopf. Ich beuge meinen Kopf vor dem Islam, Bruder. Kein Problem. Und einer hat geschrieben, willst du eigentlich nochmal Heiratsstream machen, während du dich geschieden hast? Äh, sozusagen nach dem Motto, wie kannst du einen Stream über Heirat machen, während du dich doch geschieden hast? Bruder, genau weil ich mich geschieden habe und genau weil ich aus meinen Fehlern gelernt habe, mache ich diese Streams, damit ihr nicht dieselben Fehler macht. Ich habe in diesem Thema. Tausende Fehler gemacht und ihr alle werdet ihr sie auch machen. Ja, also, einer hat es geschrieben. Und ich sag mal so, Bruder, wenn du wüsstest, was mir widerfahren ist und du machst dich drüber lustig, ich sage nur, möge Allah, möge Allah barmherzig mit dir sein, Bruder. Möge Allah mit dir barmherzig sein, weil wenn du dich über eine Prüfung, über einen Bruder lustig machst, schau, was Allah mit dir macht. Schau, ob Allah, schau, was Allah mit dir macht, Bruder. Auf jeden Fall, ich habe daraus gelernt, aus vielen Fehlern, die ich gemacht habe, und ich möchte nicht, dass ihr denselben Fehler macht. Und vor kurzem kam eine Person äh, auf uns zu und sie hat darüber berichtet, über eine Scheidung. Nach ein paar Wochen kam es zu einer Scheidung und so weiter. Und eins zu eins den Fehler, der der Person passiert ist, ist mir auch passiert. Und ich habe gesagt: Aber in all meinen Heiratstreams habe ich doch darauf hingewiesen, dass, dass ihr darauf achten sollt, Leute. Versteht ihr? Also, ich, hab, ich warne genau vor den Sachen, die bei mir schiefgelaufen sind. Ich möchte nicht, dass sie dasselbe macht. Es das sind dumme Sachen. Und deswegen der ganze Heiratsstream, viele Sachen von dem, was ich euch warne, ist vielleicht mir passiert. Ja. Und der Bruder, der Bruder Adi, mit dem ich das gemacht habe, der ist in der äh, Eheberatung oder Eheseelsorge, Ehe sage ich mal. Der hat so viel Erfahrung, hat gehört, was alles schiefgelaufen ist. Dass Leute auf Aussehen nicht geachtet haben, dass Leute sich zu kurz kennengelernt haben, dass Leute nur Nikab gesehen haben und Bart gesehen haben und sagen, oh, das wird bestimmt so eine traum wie aus TikTok. Genau, davor warne ich euch. Genau, also von daher, äh, glaubt mir, ihr, also ich habe mich am Anfang von solchen Kommentaren fertig machen lassen, gar nicht mehr, Bruder. Gar nicht mehr, ich höre prasselt an mich herab, also prasselt komplett ab. Ups, jetzt habe ich das Video weggemacht, wir wollten noch zu Ende schauen. Das nicht halal geschlachtete Fleisch ist genauso verboten wie Schweinefleisch. Das stimmt auf jeden Fall. Das Fleisch bei Läden wie Rewe, Lidl, McDonalds, Burger King, bei uns ist uns nicht gestattet. Vergiss das nicht. Ja. Aus dem arabischen Raum kenne ich nur Erlaubnis-Fatwas. Aus dem deutschen Raum kenne ich nur Verbot-Fatwas. Ich esse es auch nicht. Ich esse auch nicht von McDonalds und so weiter. Aber man muss halt ein bisschen differenzieren. Nur weil ein Tier nicht so geschlachtet worden ist. Es, es stimmt schon, das Tier muss so geschlachtet werden. Also das heißt, es müssen diese Blutzufuhren, diese beiden Blutzufuhren müssen abgetrennt werden, damit das Tier ausblutet. Und dazu muss es leben. Leben heißt was? Leben heißt in erster Linie, dass sein Herz schlägt, dass das Blut weiter zirkuliert. Das ist übrigens der Fall beim Bolzenschuss. Wenn ein Rind einen Bolzenschuss bekommt, ist es im schlimmsten Falle Hirntod. Aber das Blut zirkuliert weiter. Das hat mir ein Metzger bestätigt der hier in der Nähe so eine Metzgerei hat und sowas und selber schlachtet und so. Ähm, ich habe mit dem drüber geredet. Er hat gesagt, das wäre gar nicht in unserem Interesse. Das heißt, selbst mit dem Bolzenschuss, das Blut zirkuliert weiter und das Tier blutet aus. Weil die, die wollen gar nicht, wenn du das Tier schlachten würdest, während das Herz nicht mehr schlägt, dann würde das Blut im Fleisch gerinnen. Das wäre ungenießbar. Das könntest du gar nicht essen. Das wäre absolut eklig. Genau. Ähm, das Problem ist aber auch, wer es geschlachtet hat. Schau mal, die Leute, die Leute wollen doch immer so, ähm, die Leute wollen in vielen islamischen Urteilen immer so Weisheiten, dass sie sagen, ja, schau mal, wenn das Tier irgendwie so ausblutet und wenn das Tier so und dann ist es voll gesund, dann hat man eine Studie gemacht und so weiter und schau mal, deswegen ist das erlaubt. Die versuchen immer Weisheiten zu finden, versteht ihr? Dann stellt ihr euch die Frage, Konsens unter allen Gelehrten, wenn ein Atheist jetzt hergeht, und ein Tier schlachtet, selbst wenn er ganz sauber schlachtet, selbst wenn er sagt Bismillah und noch den ganzen Koran liest, das Tier ist verboten, weil er ein Atheist ist. Wir dürfen nicht von einem Atheisten essen. Es muss ein Christ, ein Jude oder ein Muslim sein. Jetzt versuch mal da eine Weisheit zu finden. Jetzt versuch mal da irgendwie zu sagen: Ah, schau mal, Atheisten sind zwei Menschen. Der eine schlachtet, der andere schlachtet. Beide sagen Bismillah, der andere ist aber Atheist. Der eine ist äh, Christ. Von dem Christen darf ich das Fleisch essen. Konsens unter den Gelehrten, ich darf das Fleisch essen. Von dem Atheisten darf ich es nicht essen. Und deswegen, ihr werdet nicht für alles immer, äh, ihr werdet nicht für alles immer so versuchen, eine, eine. Ah, schau mal, das ist wegen. Ähm, die, die haben herausgefunden, dass äh, Gebet ist wie ein Yogakurs und so weiter. Und Ramadan ist so ein fasten ähm, so, ihr werdet es bei vielen Sachen nicht finden und versucht das auch nicht so rein zu interpretieren, weil wenn dann mal eine Studie kommt, die dagegen spricht, dann steht ihr doof da. Checkt ihr, was ich meine? Smokey, übrigens, ich habe deinen äh, Kommentar gerade gelesen, Smoky, dass du gesagt hast, du bist kein, habe ich richtig gelesen, du bist kein Muslim, aber du schaust gerne meine Streams? Bin nicht Muslim oder religiös, aber mag es dir zuzuschauen. Voll süß. Grüße gehen raus an Bro Smokey. Soll ich euch einen Vers sagen, der für mich, mich voll fasziniert hat? Pass auf. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير, غير محل, محلي الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد Dieser Vers zeigt genau, wie wir umzugehen haben. Allah sagt, O, oh, die ihr glaubt, haltet eure Abmachungen. Erlaubt es euch zu essen, die Vierfüßler, Tiere, Vierfüßler. Unter dem Vieh Außer dem, was euch als verboten verlesen wird. Und ohne, dass ihr das Jagdwild, betracht, äh, das Jagdwild als erlaubt erklärt, wenn ihr im Zustand der Pilgerweihe seid. Das heißt, was sagt Allah? Erstens, Vierfüßler sind euch erlaubt. Man könnte sich fragen, wieso Vierfüßler? Was ist an Zweifüßler problematisch? Tiere, die auf zwei Füßen laufen. Wieso Vierfüßler? Zweite Frage ist. Allah sagt, während ich auf der Pilgerfahrt bin in diesem Ihram Zustand, darf ich nicht jagen, aber sonst darf ich jagen. Ja, wieso darf ich da nicht jagen? Das Tier ist doch dann genauso halal und lecker, wenn ich es schieße, nur weil ich jetzt auf Pilgerfahrt bin? Und wisst ihr, was Allah dann sagt? Er sagt: "Inna Allah, äh, inna Allah yahkumu ma yurid." Allah befiehlt, was immer er möchte, was immer er will. Und will nicht aus Willkür, sondern will aus seinem Wissen, aus seiner Weisheit. Allah befiehlt, was immer er möchte. Wenn Allah sagt, Vierfüßler, vier, Zweifüßler, Dreifüßler, spielt keine Rolle. Wenn Allah es sagt, wird es gemacht. Dann müssen wir nicht überall immer versuchen, irgendwie einen Yogakurs reinzuinterpretieren. Checkt ihr, was ich meine. Okay, aber auf jeden Fall, wie gesagt, ich stimme dem an sich zu. Ich, ich esse auch nicht von dem Fleisch, aber auch das ist halt wieder ein Thema. Meinungsverschiedenheit respektieren. Und nicht eifersüchtig sein. Bruder, ich esse nicht vom KFC und von McDonalds. Wenn ein Bruder sich damit beschäftigt hat und seinem Chef folgt und der isst da, Bruder, wie kann ich eifersüchtig sein? Es geht um Religion. Ich kann doch nicht, wenn ich überzeugt bin, dass das nicht richtig ist, kann ich doch nicht sagen, ich bin eifersüchtig, dass du was machst, was nicht richtig ist. Und wenn ich überzeugt bin, dass es richtig ist, dann kann ich es doch essen. Aber ich persönlich, ich habe damit kein, kein gutes Gewissen. Weil es gibt, es gibt einige sage ich mal, islamische Persönlichkeiten im deutschen Raum, äh, die ich schätze im Wissen, und die haben darüber einen längeren Text verfasst, wieso sie es als nicht plausibel, nicht als, nicht als gut sehen. Und äh, ich habe mir das durchgelesen und da waren ein paar gute Aspekte, aber ich muss auch zugeben, die, Gegen, die Gegenseite, die sagt, das alles betrachtest du nicht, das alles spielt keine Rolle. Ist auch eine gute Sache. Aber wie gesagt, ich halte mich daran, dass ich nur dort esse, also, wo Halal drauf Warum glaubst du so sehr an den Islam? <laughs> diese, diese Hintergrundmusik immer. Oh nein, Bruder. Schwester. Wegen Ekratarabati Sa'atu Shakkal Kamar. Bruder, dieser Strich auf dem Mond, der geht nur ein paar. Kilometer, 100 Kilometer oder so. Der geht nicht über den ganzen Mond. Das, wer sagt, dass das was mit der Mondspaltung zu tun hat? Google mal äh, Spaltung auf Mond oder irgendwie sowas. Du siehst, das geht gar nicht durch den ganzen Mond. Der Mond wurde komplett gespalten. Naja, Bruder. Ich meine, natürlich, Allahu Alam, woher kommt das? Definitiv. Ich, stimme, ich, ich gebe euch recht. Mysteriös. Aber erstens, es geht nicht um den ganzen Mond herum. Dann würde ich vielleicht sagen, okay, krass. Aber erstens, es geht nur ein paar hundert Kilometer. Von daher, weiß nicht. Ich meine, hätten wir einen Hadith, wo es heißt, und es ist etwas von der Spaltung am Mond übrig geblieben. Okay, kein Problem. Es gibt einen Hadith, der darauf hindeutet, aber so. Ich bin nie Fan davon. Ich meine, wenn du das interessant findest, cool, aber ich sag dir nur, bau nicht deine ganze Überzeugung am Islam auf sowas auf. Bau deine Überzeugung auf den Islam, auf den Koran, auf der, der inhaltliche Koran, was Allah im Koran sagt. Schau mein Video an auf meinem Kanal: Wunder des Korans, Streitgespräche in der Hölle. Essen bestellen. Jetzt bestelle ich kurz Essen. Danke, Leute. Ihr seid so süß. Ihr seid echt die besten. Ähm. In ganz äh, YouTube. So, Alhamdulillah, er hat noch offen. So, ich sage euch, was ich bestelle. Also erstmal Lachs-Avocado-Sushi. Dann gibt es da so eine Su Suppe, die habe ich ja bei dem Video von Montana Black und Abogoku gesehen. Da hatte ich Bock drauf. Thailändische Suppe mit Garnelen. Mhm. Dann gehen wir rüber zu Nudeln. Gebratene Eiernudeln. Gebratene Eiernudeln mit Garnelen. Hannafimat lässt grüßen. Ja, und passt eigentlich? Oh nein, 3 Euro bis zumindest bestellwert. Schauen wir mal, was wir hier noch haben. 3 Euro bis zum Mindestbestellwert. Was wollte ich noch bestellen? Tiramisu mit Alkohol. Spaß. Ganz ruhig, Leute. Hm, gegrillte Ente. Sollen wir diese Fatwa nehmen, dass das erlaubt ist? Wusstet ihr, dass es viele von den äh, Fleischzeug gibt, was bei denen halal ist? Aber man kann es leider schwer nachverfolgen. Weil vieles da ko davon kommt, glaube ich, aus Malaysia oder wird auch nach Malaysia importiert und die achten sehr auf halal genau ach nee, warte was ich weiß was ich noch bestelle irgendwie so Sushi mit Ding Fisch und Meeresfrüchte na oh gebackene Garnelen süß-sauer boah das klingt aber auch krass oder hm. ich hab's gleich Leute warte schau mal Vorspeisen Oh, ich kann mir einfach so ein Ding. Ich äh, nehme einfach Früh Frühlingsrollen. Zack. Gott sei Dank. Bismillah. Zahlung. Alhamdulillah für Existenz der Kreditkarte. Kreditkarte. Bam. B Bam. Nicht, dass man das jetzt sieht. so ein Titten, zack Oh Bruder, ich sagte, ich habe den ganzen Tag schon Lust drauf gehabt, weil ich das äh, weil ich das gesehen habe bei diesem Video von Montana Black und Abu Goku. Son Goku oder wie der heißt, der Bruder. Ja. Ich habe es nicht ganz gecheckt, aber Penalty heißt Elfmeter. Was passiert? Wieso ziehst du eine Regenjacke aus, Bruder? Und was ist los? Oh, es steht 2-1. Und wer Wang Tang spielt gegen. Gegen Leisi. Und Leisi bekommt sozusagen äh, ein äh, Elfmeter gegen Wang Tang. Ich habe keine Ahnung, äh, was das für zwei Mannschaften sind. Achso, wenn die jetzt Tor machen, 2-2. <laughs> Die ist... <laughs> Die, irgendwie geht der Name weiter. Gadi! Ähm, Tiere aus dem Wasser halal. Ja. Tiere aus dem Wasser sind halal. Ich weiß nicht. Ich weiß es nicht. Auch wenn sie Raubfische sind. Aber unterschiedliche Ansichten in dieser Thematik. Aber Leute, dieses, ich weiß ehrlich gesagt nicht, muss ich euch ehrlich zugeben, ob sowas erlaubt ist, weil es sozusagen die Katze im Sack kaufen ist. Du weißt nicht sozusagen, was du bekommst. Und es hat gut Glücksspielcharakter diese Karten. Und gut, ups, jetzt habe ich einen Leuk gemacht. Das wollte ich nicht. Das muss ich leider zurücknehmen. VMAX, wir haben Shinies, wir haben alles gehabt. Vulcanion in V. Befehl vom Boss. Fällt gerne mal in die Kommentare die Box, Glurax mal Shiny ja, halt VMAX. Äh, Promokarten Pack Ratio. Also für den Normalpreis, seht ihr eingeblendet, finde also, ich es. 48 Euro. Oder bestelle ich mir zweimal äh, hier oh, oh. mein chinesisch Menü. Oh oh. Ich glaube, das ist ein Big Hit. Der größten Hit sah sehr feurig aus. Oh. Let's ja, wo dann nicht die ganze Zeit diese Schimpfwörter sagen, weil dann wird mein Video entmonetarisiert. Dann kann ich mir nicht mehr so oft was zu essen bestellen. Okay, was ist die Karte wert, Leute? Was ist die wert? 1000 Euro oder wie? Er hat Gewinn gemacht. Ja, wenn er abzieht, wie viele Pokémon-Packs er sich gekauft hat. Weißt du was, ich nicht checke? Keiner spielt doch diese Pokémon. Einer spielt doch dieses Pokémon, oder nicht? Ich muss ganz kurz was schauen. Okay. In deiner Diät jeden Tag, Big jeden Tag Big Mac essen? So geht's. Ich gegen McDonalds. Apropos Diät, Leute, wer von euch muss Diät machen? Eins in den Chat, ja, ihr müsst Diät machen. zwei, wenn ihr sagt, Alhamdulillah bin dünn, passt alles, ich muss keine Diät machen. Ein Big Mac mit 60 Gramm Eiweiß, perfekt für deine Diät. Kurze Bestandsaufnahme. Wir haben Brot, sowas ähnliches wie Fleisch, Soße und Salat und Brot. Sowas ähnliches wie Fleisch, Käse, Salat, Brot. Das machen wir jetzt in viel gesünder und vor allen Dingen viel proteinreicher. Wir brauchen Rinder, tatar Das sollte Sind etwas schon so viele Zweier. Ja. Eine Burgerform, in der wir dann Burgerform, Eine Pfanne, zwei Kalorien Ölspray, Patties rein, und ordentlich anbraten. Dann brauchen wir logischerweise Anatomie. Wisst ihr, was bei ihr, ihr beim Fleisch machen könnt? Viel Protein. Es gibt, also ihr könnt zum Metzger gehen, zu einem Halal-Metzger, und ihr sagt ihm, ähm, ich hätte gern dieses Stück Fleisch, ihr nehmt euch ein mageres Stück Rindfleisch und sagt, macht das mir einfach zu Hackfleisch. Der tut dann, normalerweise tun sie nämlich Fett dazu zum Hackfleisch. Und ich mache das öfter so und dann habt ihr richtig stabil mageres Fleisch. Das merkt ihr auch, wenn ihr das anbratet und so weiter, das ist viel trockener. Ja, und dann habt ihr wirklich eure. Eure Proteine, die sehr gut für euch sind. Und das ganze tierische Fett, was ja eigentlich nicht so gut ist, ist nicht mit dabei. Eine Burgerform, in der dann brauchen wir logischerweise anderthalb Burger Buns. Für die Soße verrühren wir etwas Skirr, Light Tomatenketchup, einen Schuss Senf und ein Schuss Oida, Gurkenwasser. Skyr anstatt Mayonnaise, Light Tomatenketchup, Senf, Essiggurkenwasser. Oder richtig ja. geile Idee. Richtig schön cremig schmeckt eins zu eins wie eine Big-Bang-Soße. Dann brauchen wir eine Zwiebel, so eine kleine reicht tatsächlich. Die würfelt ihr richtig fein. Dann braucht bekommt ihr fett, jemand fein, einen wir Hype uns das anschauen? Käse. Der kommt auf die Burger, sobald die eine Seite gebraten ist. Und für den etwas exquisiteren Geschmack nehmen wir anstatt Eisbergsalat Rucola. Dann können wir auch schon anfangen. Brot, Soße, Zwiebeln, Salat, dann nehmt ihr ein Penny. Leute, haut mal Traus Like aus. Macht den Schalan nicht Umklang, diesen geizigen 31er. Macht Like für mich. Bitte. Soße, Zwiebeln, Salat. Bitte, eine Beide kleine Like. Und zwei Teile Gewürzgurke. Deckel drauf. Und fertig ist ein viel gesünderer Big Mac. Wo, Ich sag euch ehrlich, ich weiß nicht, ob ich der Einzige bin, aber ich mag das schon ein bisschen mehr Grünzeug. Ich mag dieses Brot, Fleisch, Käse und dann ganz wenig Ding. Mag ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich mag schon so, dass das. Dass da auch noch ein mehr Zwiebeln und Tomate und ein bisschen mehr Salat. Oder? Bist du ein Shake? Nein, Bruder, ich bin kein Shake. Spielen Sie PlayStation 5? Nee, ich spiele nicht. Nee, ich spiele nicht. Ich bin da, da... Also, ich hab das leider... Ich bin da... Das, da ein... Was, Digga? PlayStation 5? Nee, ich spiele nicht. Ich mag den aber, den Herr Lauterbach. Also, das, was ich von ihm bisher immer gesehen habe, fand ich immer ganz gut. Ich finde ihn irgendwie ganz ich, putzig. Ja, ich bin da... da also, ich das leider... Ich bin da... da ist ein... nee, <laughs> ja, Digga, hau ab. Machst du dich über meinen lauterbach lustig? Wie alt wart ihr, als ihr gecheckt habt, dass Windräder sich sogar 360 Grad drehen können. Bruder, ich wusste das gar nicht. Können die sich auf der Stelle drehen? Ich meine, es wird Sinn ergeben, damit von der Richtung, wo Wind kommt, äh, du die Windräder hinklatscht. Aber das wusste ich gar nicht. Leute, wer wusste das? Eins für ja, ich wusste es. Zwei, ich wusste es nicht. Bruder, komm mir erstmal zwei in den Chat. Ach so, ich habe den langsamen Modus aktiviert. Das wusste ich gar nicht. Das wollte ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Upsala. Digga, die, die können sich einfach auf der Stelle drehen. Krass. Ich bin mal nach Norden gefahren, von München sozusagen hoch Richtung Hamburg. Boah, Bruder, es ist, irgendwann fährst du vorbei, da sind so krass viele Windräder. Das sieht voll faszinierend aus, Bruder. Frage auf: darf man. Es erlaubt, beim Ramadan seine Spucke zu schlucken. Wir haben schon darüber geredet, das ist vollkommen übertrieben. Speichel runterschlucken. Das sind ja, diese übertriebenen Fragen. Ähm, und die sind eigentlich nicht gut. Diese übertriebenen Fragen sind nicht gut. Und der Prophet Mahmoud auf auch hat gesagt, zugrunde gegangen sind Leute, die zu viele Fragen gestellt haben. Wie zum Beispiel, als die Leute schlachtet eine Kuh. Eine Geschichte aus dem Koran. Wo gesagt wird, ihr sollt eine Kuh schlachten. Sie haben gefragt, okay, welche Farbe soll sie haben? So und so. Sie stellen tausend Fragen. Schau mal, wenn es, wenn es wichtig ist, welche Farbe sie hat, dann hättet ihr doch in der Anordnung, hättet ihr doch bekommen, schlachtet eine braune Kuh. Es wurde einfach nur euer Auftrag, schlachtet eine Kuh. Wieso diese ganze Fragen? Und da gibt es zwei Probleme. Erstens, es kann sein, dass du die Tat nicht machen möchtest. Deswegen stellst du tausend Fragen. Und das zweite Problem ist, du stellst so viele Fragen und Allah offenbart und definiert das, das, das. Bis es in dem Koran heißt, fast hätten sie es nicht getan, weil sie fast nicht mal so eine Kuh gefunden hätten. Das braucht sie, das braucht sie, das braucht sie, das braucht sie. Dieses zu viele Fragen ist nicht richtig, ist nicht gut. Einmal kam jemand zum Propheten Muhammad, er hat über die Hajj geredet. Er hat gesagt, ihr müsst die Pilgerfahrt verrichten. Kam er zum Propheten und er hat gesagt, müssen wir die Pilgerfahrt jedes Jahr verrichten? Der Prophet hat zu ihm gesagt, wenn ich jetzt ja gesagt hätte, dann hättet ihr das die Pilgerfahrt jedes Jahr verrichten müssen, verpflichtend, und ihr hättet das nicht schaffen können. Wieso stellst du so eine Frage? Möchtest du, dass ein Ja geantwortet wird? Es wurde gesagt, ihr müsst die Pilgerfahrt verrichten. Okay, Chalas. Pilgerfahrt verrichten, ich gehe vom Mindesten aus. Einmal, dann ist meine Aufgabe erledigt. Stell dir mal vor, wir müssten jedes Jahr die Pilgerfahrt verrichten. Wer von uns könnte das schaffen? Checkt ihr? Und es gibt sogar einen Vers im Koran und die Gelehrten führen diese Geschichte, die ich euch gerade erzählt habe, die ganze Zeit ähm, über, über genau diese Begebenheit. Über genau diese Begebenheit reden sie. Äh, <laughs> Ah. Sure 5, Vers 101. Ja, Oh, die ihr glaubt. Fragt nicht nach Sachen. In tubedalakum, wenn sie euch offenbart werden, dann werden sie euch schaden. Und das heißt, bei dieser Begebenheit, er hat gefragt, müssen wir die Pilgerfahrt jedes Jahr verrichten? Hätte der Prophet Muhammad gesagt, ja, hätten wir jedes Jahr Pilgerfahrt machen müssen. Tarawih-Gebet hat der Prophet Muhammad Friede und Segen auf ihm irgendwann aufgehört zu beten, hat gesagt: Ich habe Angst, dass es für euch zur Pflicht wird. Von daher, dieses übertriebene Fragen ist nicht korrekt, ist nicht gut. Und ich finde, man muss auch so antworten auf diese Fragen. Spucke schlucken. Wie kommst du auf sowas? Du kannst auch sagen, wenn ich was durch die Nase hochziehe und ich spüre es dann im Hals und so etwas. Ich meine, wenn es sowas gäbe, hätten wir eine Überlieferung. Sonst, wir dürfen nichts essen, nichts trinken. alles Und das war's. Und kein Geschlechtsverkehr, also unter dem Tag. Fertig. Und der Prophet warnte, habe ich euch vorher erwähnt, diesen Hadith, dass du mit diesem, was du im Wudu machst, dass du Wasser durch die Nase ziehst. Er hat gesagt, übertreibt darin. Macht das immer sehr stark, dieses durch die Nase ziehen. Aber wenn ihr fastet, dann nicht. Dann übertreibt darin nicht. Ich möchte aber jetzt was ganz anderes sagen in diesem Zusammenhang. Und zwar, ist es erlaubt, Wudu zu verrichten und Wasser in den Mund zu nehmen, ja oder nein? Die Antwort nein. ist definitiv ja. Ist es überliefert von den Sahaba, also während der Fastenzeit, dass sie während sie den Wudu verrichtet haben, das Wasser, was im Mund war, so rausgetrocknet haben, dass es rauskommt aus dem Mund, oder was haben sie damit gemacht mit dem Rest, was im Mund war? Das ist im Mund geblieben. Das heißt, du bist nicht verpflichtet, wenn du dein Wudu verrichtest, dass du das Wasser, was im Mund, oder diese Feuchtigkeit, das ist ja kein Wasser mehr, diese Feuchtigkeit, dass man das noch irgendwo ausspucken muss und übertreiben. Nein, nein, Hallas, ich habe ein Wudu verrichtet, ausgespült und das, was im Mund bleibt, bleibt im Mund. Das heißt, das ist nicht ein Muftirat. Aber pass auf, dass du es nicht absichtlich machst. Dass du sagst, ich lasse jetzt ein bisschen extra Wasser. Und dann schluckst du das runter. Das ist verboten. Das bricht dein Fasten, wenn du es extra machst. Aber dass die Feuchtigkeit, die im Munde ist, dürfte man schlucken. Das ist kein Problem. Und was den Speichel betrifft, der eigene Speichel, so bricht das auch nicht das Fasten. Es ist keines, keine Nährung oder Ernährung, die hinzugefügt wird. Das, was man nicht machen soll, ist, wenn man äh, beispielsweise erkältet ist oder man hat äh, ständig von der Nase das kommt, diese ganze von der Nase, diese, äh, diese gelbe Spucke. Dieses, was man hier von der das Nase runterkommt, was dann sich hier im Hals bildet, das muss man ausspucken. Schleim. Das darf man nicht schlucken. Ja, das ist nicht erlaubt, das zu schlucken. Aber die Spucke selber, das wäre kein Problem. taala ala alam. Ich weiß auch nicht, wer, wer das schluckt. Also ich weiß nicht, ob das so, ähm, ob es da auch unterschiedliche Ansichten gibt, weil... Das, was da entsteht, wie ein erhöhter Speichelfluss, der entsteht, aus irgendeinem Grund, ist ja nicht etwas, was ich von außen hinzufüge. Es geht hier um, dass du von außen etwas hinzufügst: das Wasser durch die Nase durchziehen, sodass es hochkommt und sowas. Genau. Ja, gut, aber ich glaube, wenn ihr Schmodder habt im Rachen, keiner sagt: mm, lecker, den gönne ich mir jetzt aber. Heute war Fasten voll leicht. Ich mir die ganze Zeit meinen mein Schleim hochgezogen und runtergeschluckt. Bruder, war voll einfach. Ich hätte gar keinen Durst mehr. Es wird ja auch euren Dursthaushalt nicht verbessern. Weil das Wasser kommt ja von eurem eigenen Körper. Okay. Achso, das hat mir mein Bruder geschickt. Ach so ist die Musik bei euch nicht aus? War die Musik bei euch gar nicht aus? Ach so, ich habe das leise gemacht. Hopsala, also das ist ein Video von dem Mods. Ich habe das, äh, ich hab das anscheinend falsch. Ah, ich hätte es hier leiser machen sollen. Tut mir leid, Leute. Ich dachte, ich habe die Musik ausgemacht. Äh, das ist ein Video, was ein einer von meinem Discord Mods mir zugeschickt hat. Er wollte unbedingt Wenn dass ich euch das Video deine Frau zeigen. Mit, deinem, mit deinen nagelneuen Sommerfelgen den Bordstein berührt hat, musst du sie Boah, nicht. Bruder. AMG-Felge, Bruder, komplett. Eier. Aua. dafür anschreien oder sie anbrüllen. Es sind nur Felgen. Die kann man wieder aufbereiten. Aber vergewissert sie darauf hin, dass sie das nächste Mal definitiv aufpassen soll beim Parken. Ich glaube, sie wird es dann verstehen. Aber sie anzubrüllen oder sie anzuschreien oder ihr das Auto <laughs> nicht mehr zu geben, bringt nichts. So was macht ein Mann nicht vergewissert sie drauf sie wird es definitiv verstehen wenn deine frau mit deinen Nagel warum versucht man überhaupt überhaupt oh leute wenn ihr irgendwo so eine unterführung seht das viel wasser fahrt nicht durch leute gönnt euch fünf, fünf minuten umweg zehn, zehn minuten umweg kein problem Ihr wisst nicht, wie tief das ist. Ihr wisst nicht, wie tief das ist. Ihr macht euch das Auto kaputt, Motorschaden. Das ist kein Spaß. Manche Leute denken, Auto kann auch als Boot funktionieren. Ich schwimme drüber, dann komme ich am anderen Ende an. Leute, ihr macht euch den Motor kaputt, das Auto sagt Salamu Alaikum, tschüss. Janaza-Gebet <laughs> fürs Auto müsst ihr verrichten. Fahrt da nicht durch. Wenn es euch komisch aussieht. Ist das Ernst? Also, ich weiß, ich weiß nicht, was genau er erwartet Warum hat. Warum versucht man überhaupt? Also, außen rumfahren, 10 Minuten Umweg Problem. Wenn ich kein jetzt Problem. so, wenn ich ihre Haare zum Beispiel betrachte, ich weiß nicht, was schiefgelaufen ist, aber sie konnten sich. Oh, Bruder. Ich sag dir ernsthaft, diese Generation. Nicht zwischen einem Lockenstab und einem glatten entscheiden. Das ist dann so Ich schwör's dir, bei dieser Generation. Mich in Kuhfladen reinzulegen und da einen Tag drin zu übernachten, würde ich, glaube ich, lieber machen, als mit euch einen Tag zu chillen, muss ich ehrlich sagen, Leute. Digga, was. Dieser Spaß dran, andere Leute fertig zu machen und dann irgendwie so, als ob sie Praktikum als Gorilla machen, dann diese <laughs> Sie konnten sich nicht zwischen was einen das, und einen glatten Stab, äh, Digga, er fühlt sich so sehr ne. Ja, Bruder, ich denke ja. so. Guck mal, meine Haare Wallah, kosten mehr als alles, was du gerade besitzt. Okay, ich hab's wieder zurück. Wenn ich sie jetzt so, wenn ich ihre Haare. Ich nehme wieder zurück. When your parents walk in on your praying as a Muslim convert, Bruder, krass. Die Leute, die konvertiert sind. Einer schreibt afd Werbevideo. Drugs. Oha. Steven, what are you doing? Die sozusagen die, die nicht muslimische Mutter sagt, was machst du da drin? Und sie denkt die beste Ausrede, die sie noch sagen kann, ist Drugs. Äh, ich nehme Drogen. Ah. Drugs. Ist besser als zu sagen, dass sie betet. Oder möge Allah den Konvertierten helfen, die das da so schwer. Leute, das habe ich gesehen. Ich muss euch das zeigen.

We got to celebrate our differences. In ungefähr das rassistische rassistisches video das du dir überhaupt ausdenken kannst sagt wir müssen unsere unterschiede feiern einer schreibt: I'm from Mexico. I can confirm, our whole vocabulary is nacho, taco and chichimang, chichimichanga. <laughs> Oder also ich meine gut gemeint. Wir sind unterschiedlich. Es gibt sogar einen Vers darüber, einen sehr schönen Vers im Koran über. Äh Jeder von euch kennt ihn, Surat al hujarat aber ich kann ihn jetzt aus nicht auswendig. Genau, da heißt es: Ja, ja, ihr Menschen. Schau mal, ja, ihr Es wird also zu den Menschen gesprochen. Nicht nur diejenigen, die glauben. Nicht nur ja, ihr Menschen. Inna spricht die ganze Menschheit an. Das heißt, die ganzen verschiedenen Völker und Stämme. Inna خلقana min dhakarin wa untha. Wir haben euch aus einem männlichen und weiblichen Wesen erschaffen. Und wir haben euch zu Völkern und Stämmen gemacht. Wieso? Damit ihr euch einander auslacht? Damit ihr euch gegenseitig kennenlernt. Damit ihr gegenseitig eure Kultur kennenlernt. Die unterschiedliche Kleidung, das unterschiedliche Essen, die unterschiedlichen Gepflogenheiten sogar. Wusstet ihr, dass im Islam, in der islamischen Rechtswissenschaften, im Fiqh, spielt kultur eine große rolle als beispiel allah sagt im koran allah sagt im koran äh, zinatuk, äh, kulli habe ich das richtig rezitiert das heißt äh, äh, sozusagen, nimmt euren nimmt euren schmuck Ja, genau. Ja, Benny Adama, oh Kinder Adams, Khudu sie nettakum, reindakullimist. Nimmt euren Schmuck immer, wenn ihr zu der Moschee geht. Das heißt, es ist eine Sunna, ein Befehl von Allah, dass wenn ich zu der Moschee gehe, und manche Gelehrte sagen, allgemein, wenn du zum Gebet bist, dass du dich schön kleidest, dass du dich ordentlich kleidest. Ja, und deswegen manche Gelehrte sagen auch, das ist eigentlich nicht, das ist eigentlich nicht gut, dass man in seiner. in seinem Schlafanzug oder irgendwas Unordentliches, Zerknittertes betet, weil du stehst vor Allah. Und Allah in einem authentischen Hadith wissen wir, Allah ist der Schöne, das sagt der Prophet Muhammad, Allah ist der Schöne und er liebt das Schöne. Das heißt, das Schönmachen, das liebt Allah. Außer die Frau, die sich schön macht und dann rausgeht. Das ist das Einzige, was nicht gut ist. Die Frau, die sich schön macht zu Hause für ihren Ehemann oder allgemein sie trägt schön auch vor ihrer Familie, dass sie geordnet ist, gut riecht, gekleidet ist und so weiter, das ist, das ist gut. Das fällt unter diesem Hadith. Genau. Und dann sagt Allah: äh, bei dem anderen Vers wollte ich noch zurück. Äh. Genau, wieso habe ich euch das erzählt? Weil, ich mache mal, ich mache mal eine Frage. Schauen wir mal, wer das aus dem Chat weiß. Bei welchen Anordnungen von Allah subhanahu wa ta'ala wird Al-Urf, beziehungsweise die Kultur und die Gepflogenheiten in Betracht gezogen? Das heißt... In diesen Sachen sprechen die Gelehrten, die sagen: Schau, was in deiner Kultur dort normal ist. Man kann es ganz allgemein formulieren, sogar. Ganz allgemein. Heirat, Essen sind ja spezifische Sachen. Wenn Allah einen Befehl gibt und dann passiert etwas. Kleidung. Also, es sind alles Sachen, wo ihr grundsätzlich Recht habt. Essen, Kleidung. Bei Heirat gibt es islamische Grenzen. Das heißt, was islamisch vorgesehen ist. Zwischenmenschliches. Ja, aber es geht noch allgemeiner. Es geht noch allgemeiner. Gesellschaftliche Themen noch allgemeiner. Obwohl gesellschaftliche Themen sind schon ziemlich gut, aber es geht noch allgemeiner. Die Gelehrten sagen, wenn du ein allgemeinen, allgemeines Befehl hast, was nicht spezifiziert worden ist. Was sagt Allah in diesem Vers? Kleidet euch schön, nehmt euren Schmuck. Bei jedem Gang zu der Moschee. Was ist jetzt schön kleiden? Wenn ich jetzt morgen in einem Spider-Man-Kostüm zur Moschee gehe, ich bin der Meinung, das sieht absolut Hammer aus, Bruder. Spider-Man, ein so hübscher Mann, dieser Anzug, okay, er ist ein bisschen eng, sagen wir mich aber ein bisschen weiteren Spider-Man-Anzug. Stell dir mal vor, ich würde die Hut behalten, einfach im Spider-Man-Anzug, mit so einer Spider-Man-Maske. Da sage ich, ja, ist doch erlaubt, mein Gesicht zu bedecken, Spider-Man-Maske einfach. Und hier sagen die Gelehrten: Chef euch komme im Bananenkostüm. Chef euch komme im Spongebob-Kostüm. Und hier sagen die Gelehrten: Du hast einen allgemeinen, allgemeinen Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala und er wurde nicht spezifiziert. Das heißt, hier greift was? Die Kultur, Al-Urf, al, al adat Das heißt, hier greift sozusagen, was ist in deiner Kultur üblich. Auch bei Themen wie zum Beispiel Piercing. Bei Piercing gibt es kein Verbot. Wir wissen. Dass die Ohrenpiercings erlaubt sind, aber der Bauchnabelpiercing haben wir kein Verbot dafür. Und hier sagen die Gelehrten, das was halt bei der Kultur normal ist, bei der Kultur normal. Ist. Vielleicht wenn ich jetzt aus dem tiefsten, aus dem tiefsten Afghanistan komme, ja, ich als Frau, ich mache mir ein Bauchnabelpiercing, ich heirate und auf einmal habe ich da so ein Bauchnabel, dann ist das etwas abscheuliches, etwas ekliges. Aber vielleicht in dieser Gesellschaft gilt es als normaler Schmuck, genauso wie das Nasenpiercing und die Ohrringe. Wir haben kein Verbot darüber. Auch hier sogar wird sozusagen darauf angesprochen, was ist in einer Kultur übrig? Was ist die Frau verpflichtet, in der Ehe zu machen? Der Mann hat sehr viele Verpflichtungen, textlich: Versorgung, Medizin, Erziehung und so weiter und so fort. Aber die Frau hat an sich, es gibt, glaube ich, ein, zwei Sachen, die überliefert sind, was sie machen muss. Und nein, das Prinzip gilt nicht: alles, was du sagst, muss deine Frau machen. Das stimmt nicht. Denkst du jetzt wirklich, dass es aus islamischer Sicht, dass ich meiner Frau sagen könnte, du arbeitest jetzt 15 Stunden durch, hier mach mal das und das für mich, und das ist dann ihre Pflicht? Nein. Die Gelehrten sagen, wenn du es ihr ein paar Mal aufträgst, okay, sie soll, dir, sie soll auf dich hören und so, aber du kannst nicht sagen, hier, das ist deine Arbeit, das musst du machen. Die meisten Gelehrten sagen, die Frau ist nicht verpflichtet, den Haushalt zu schmeißen. Es gibt keinen Beweis. Wo ist dein Beweis dafür? Es gibt keinen Beweis? Manche nehmen einen Beweis, dass einmal kam eine Frau zum Propheten, sie hat gesagt, ich muss das und das machen für meine, in meinem Ehehaushalt äh, und so. Und der Prophet hat nicht gesagt, Herr, hör auf oder so etwas. Aber es gibt an sich keinen Beweis, dass die Frau dazu verpflichtet ist. Äh, es gibt unter den Gelehrten die Ansicht, dass sozusagen diese Haushaltssachen für die Frau Pflicht sind. Aber die meisten Gelehrten sagen, nein, es ist keine Pflicht. Und viele sagen hier, du musst schauen, was Rauf ist. Wenn es in der Gesellschaft normal ist, dann soll sie es erledigen. In der Gesellschaft ist es normal, dass die Frau das und das macht. Und hier müssen wir akzeptieren, in dieser Gesellschaft ist es gar nicht mehr so normal, dass die Frau den ganzen Haushalt schmeißt. Das heißt, wenn du heiratest, solltest du auch solche Sachen im Vorhinein abklären. Orf, das heißt, Kultur, in vielen Sachen, wo sozusagen die Religion darüber geschwiegen hat, wird sehr oft in islamischen Rechtswissenschaften Orf angewendet. Und in ihren Büchern schreiben die dann auch, was in der Gesellschaft als normal angesehen wurde. Kannst du eine Frau zwingen, mit dir zu schlafen? Nein, kannst du nicht. Und bei diesem Thematik übrigens, wenn man darüber fragt, ähm, das, was verboten ist aus islamischer Sicht, ist das, egal ob Ehemann oder Ehefrau, den Geschlechtsakt grundlos verweigert. Im Sinne von kein Bock auf dich, ist für Ehemann und Ehefrau verboten. Und ja, es gibt eine Überlieferung, dass ein Mann seine Frau meiden darf, aber das gilt genauso für die Frau. Die Frau darf den Mann meiden, beziehungsweise der Mann die Frau meiden, wenn was? Wenn sie etwas Schlimmes machen. Das heißt zum Beispiel, die Frau macht etwas Schlimmes, eine schlimme Sünde, und du sagst, schau mal, du nimmst meine Rechte, also du nimmst, du gibst mir nicht die Rechte, die ich habe, dann kriegst du auch nicht die Rechte von mir und das kann man sozusagen als Mittel verwenden, um zu sagen, stopp, hier ist die Grenze und nicht weiter. Ja, und das ist ein Schritt, der kommt bevor die Scheidung oder etwas schlimmeres ist. Das ist ja einer der Schritte, von denen Allah im Koran spricht, dass man sie im Ehebett meidet und so etwas. Aber die Frau kann auch sagen, schau mal, ich scheide mich sonst. Ja, weil der Frau ist auch gestattet, die Scheidung zu verlangen. Genau. Und der Mann, der sozusagen das unterlassen darf, also dass der Mann jetzt zum Beispiel sagt, ähm, ich nächtige nicht mit meiner Ehefrau, das darf er nur eine bestimmte Zeit lang. Ich glaube, und das auch nur mit einem Grund, das heißt nicht so aus Flachs, sondern mit einem Grund, einem islamrechtlichen Grund, wieso er das macht. Ich sage euch jetzt schon, Leute, wenn ihr in die Ehe reingeht mit, das ist deine Pflicht, das ist deine Pflicht, das ist deine Pflicht, das musst du jetzt aber machen, das ist deine Pflicht, ne? die Ehe wird scheitern, garantiert, die wird scheitern. Wie wird es anfangen? Also ich bin verpflichtet Essen zu kaufen, aber steht nicht was äh, Verpflichtendes. Ich kaufe nur Haferschleim. Mir reicht Haferschleim. Also so eine Ehe wird nicht funktionieren. Genau. Und wer gefragt hat, darf ich meine Frau zwingen, mit mir zu schlafen? Ich finde die Frage, äh, die Frage ist ein bisschen schief, weil in der Ehe geht es darum, gegenseitig auf sich zu achten. Das heißt, wenn der Ehepartner gerade auf ein etwas keine Lust hat, weil er einen bestimmten Grund hat, dann sage ich nicht, ich verlange das jetzt aber von dir, sondern dann respektiere ich das. Und dann kann es auch Fehler geben. Es gibt Verse im Koran, wo darauf hingedeutet wird, dass bevor man den Geschlechtsakt beginnt, dass man zu der Frau schöne Worte sprechen soll. Dass man, also sozusagen die Gelehrten, die Tafsir-Gelehrten sagen sogar, das ist eine Art von Vorspiel. Vorspiel. Das heißt, dass man seine Frau äh, auf schöne Art und Weise berühren soll, ähm, dass man sich hübsch machen soll, ähm, dass man Worte benutzt, die in ihr eine Lust erzeugen und so weiter. Das heißt, wenn du als Mann ganz stupide einfach nur reingehst wie so ein Bohrhammer, musst du dich nicht wundern, wenn deine Frau keinen Bock auf dich hat. Muss man ganz ehrlich sagen. Ich weiß, für viele ist ein unangenehmes Thema, aber muss man einfach mal, einfach mal die Wahrheit raushauen. Und das ist, diese Ehe ist keine schöne Ehe, glaub es mir. Weil du achtest nicht, äh, übrigens, ist eine islamische Verpflichtung, dass du darauf achtest, dass das Bedürfnis der Frau genauso erfüllt wird wie dein Bedürfnis. Und das Bedürfnis des Mannes ist eine andere als Bedürfnis der Frau beim ehelichen Verkehr. Der eigentliche Akt, die, der eigentliche Akt ist teilweise für die Frau nicht der größte Genuss von allem. Deswegen, ich habe jetzt keinen Bock, hier das im Stream zu besprechen, aber man kann sich ja mal vielleicht ein paar Artikel durchlesen dazu. Ähm, oder mit der Frau reden. Ich meine, am besten ist, also ist, es wäre für mich Katastrophe, wenn zwischen Ehepartnern, hallo, ihr seht euch nackt, chillt mal, ihr seht euch nackt, ihr könnt über solche Themen reden. Wie kannst du dich das schämen, über das Thema zu reden? Ihr seht euch nackt, hallo, ihr seid Ehepartner. Ihr müsst miteinander reden. Was gefällt dir, was gefällt dir nicht? Von daher, die Frage, kann ich sie zwingen, da in der Grundfrage. Genau jetzt hat meine im Zimmer gehört, <laughs> schreibt Hal Halil. <laughs> ja, es tut mir leid, Leute, aber es sind wichtige Themen. Also haut mal erstmal ein Like raus. Ich werde das wieder neue dazu kommen. Gib mir bitte ein Like aufs Video. Es ist so: Es gibt wichtige Themen, die nicht angesprochen werden und vertraut mir, wenn ich euch sage, dass zu uns Jugendliche kommen und deswegen gibt es Trennungen. Deswegen kommt Scheidung. Weil der Mann. Für ihn ist miteinander verkehren Bohrhammer und die Frau ist komplett unbefriedigt. Ich meine, ich könnte jetzt darüber schweigen und lasse noch die nächsten 10.000 Ehen auch noch ins Verderben gehen. Aber wieso soll ich das machen, Bruder, wenn ich darin einen islamischen Sinn sehe? Wenn ich von, von den 150 Zuschauern jetzt oder die Tausende, die es danach sehen, wenn ich eine Ehe vielleicht dadurch verhindert gerettet habe, oder ist mir das allemal wert? Bruder, solltet ihr euch alle tausend um mich herum versammeln? Bruder, tausend um mich herum versammeln, mich auslachen oder sagen, oh du, wie kannst du darüber reden und so. Bruder, ich, in, in dieser Runde stehe ich, atme durch, ich genieße das, Bruder. Weil wenn ich weiß, ich habe etwas mit einer, äh, mit einer richtigen Absicht gemacht für Allah subhanahu wa ta'ala, Bruder, dann auf die Menschen. Bruder, sei gepfiffen. Oder wenn ihr später an meinem Grab rumsteht, mich alle beleidigen und so weiter, <laughs> das macht nichts für mich besser. Für mich ist meine Stellung gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, und da muss man einfach ehrlich sagen, viele Männer sind da sehr, sehr, sehr unsensibel. Und ich denke, viele wissen es nicht. Viele wissen es nicht. Und sind vielleicht, äh, wurden nicht aufgeklärt. Definitiv. Es gibt ja keine Aufklärung in diesem Bereich. Aber wenn dadurch Ehen zugrunde gehen, Ehe zugrunde gehen heißt meistens auch, Kinder, die keinen Vater mehr haben, Kinder, die keine Mutter mehr haben, und so weiter und so fort. So viel Schaden entstehen durch Trennungen. Von daher, also Leute, achtet da auf den Ehepartner, sprecht miteinander in dieser Thematik. Es ist wirklich kein Thema, was zu vernachlässigen ist. Es ist wirklich kein Spaßthema. Sprecht miteinander, ob da jemand unzufrieden ist, ob ihm was fehlt, wie man es anders machen sollte. Und an die Männer, der Tipp, Eheverkehr, vielleicht aus eurer Sicht ist Bohrhammer in Ordnung, aber Bohrhammer ist nicht aus Sicht der Frau in Ordnung. Das macht sie nicht glücklich, das stellt sie nicht zufrieden. Und deswegen sprecht mit eurer Frau. Und wenn sie es selber nicht weiß, Ihr könnt euch Artikel durchlesen, wie man das macht. Da steht es einfach nur in Worten beschrieben, was man, was man wie machen muss. Aber ist etwas Wichtiges, Bruder, wenn ich dadurch ein paar Ehen gerettet habe. Ich sehe, ein paar mussten wegschalten. Okay, ihr könnt wieder zurückkommen. Aber schade, Bruder, dass. Ich sag dir schade, dass. Ähm, dass Eltern das nicht mit ihren. Okay, dass Eltern das nicht mit ihren Kids besprechen. Okay, aber irgendwo müssen sie es ja lernen. Wir müssen es halt von Onkel anders lernen. Host iftar with my boyfriend. Okay. Also first, Ram first Ramadan with my boyfriend. Inshallah, Schwester, möge Allah dir helfen, dass du diesen Mann inshallah heiratest. Möge Allah dir helfen, dass du ihn heiratest, dass er dein Halal-Mann wird. Weil wenn du ihn heiratest, und das Heiraten ist nicht kompliziert, ihr braucht keine fette Limousine, ihr braucht keine fette Hochzeit. Ja, es gibt ganz wenige Sachen, die ihr machen müsst. Eigentlich die Heirat, die Heirat an sich, ist eine Sache von 10, 15 Minuten maximal. Brautgabe, dann gibt es so etwas, dass man, ähm, so, sag, ich mal, sag ich mal, ich biete dir meine Tochter oder ich verheirate meine Tochter an dich, dann sagst du, ich nehme deine Tochter XY an. Es gibt so ein paar Worte, die man sprechen muss. Brautgabe, dies, das, fertig, tschüss, nach Hause, ihr seid halal füreinander. Wisst ihr, was halal füreinander heißt? Das heißt, du wirst für alles belohnt, was du machst. Du gibst ihm sogar überliefert, du gibst ihm ein Stück Essen in den Mund, du bekommst dafür so Belohnung. Versteht ihr Möge Allah, euch helfen, dass ihr inshallah halal heiratet, dass ihr füreinander halal verheiratet seid. Und es freut mich sehr, dass ihr gemeinsam den Ramadan macht, weil es ist definitiv eine gute Tat Ramadan zu fasten und ich sage euch sicher nicht, er äh, fastet den Ramadan nicht. Ja. Ich kann dir eine schau mal Schwester einen Tipp. Ich hoffe, ich hoffe, du nimmst es mir nicht böse. Ich weiß ich schwöre, ich schwöre bei Allah, ich werde niemals den Schwestern sagen, komm, trag doch Hijab und so weiter. Oder ich bin ein Mann. Ich musste nie Hijab tragen. Ich weiß nicht, wie schlimm es ist, der Druck der Gesellschaft. Wenn ich eine Frau wäre, weiß ich nicht, wie stark ich wäre. Und deswegen mein Respekt an jede Schwester, die Hijab trägt. Und ich werde niemals ein Wort sagen, sodass ich so, ja, ist doch einfach. Ja, weil reden darüber ist einfach. Aber ich bin keine Frau. Ich weiß nicht, wie es ist mit Hijab. Deswegen möge Allah dich belohnen, Schwester. Und möge Allah es von dir annehmen. Ich empfehle dir, wenn du weißt, dass manche Sachen nicht korrekt sind, wie zum Beispiel zu enge Hose und so, ich würde das einfach nur nicht öffentlich machen. Also, wenn, ich, wenn das mein aktueller Stand ist, wo ich hier rumlaufe. Angenommen, zum Beispiel, ich bin eine Schwester und ich trage von mir aus noch sehr kurze Sachen. Ich würde wenigstens nicht das also ein Foto machen und online festhalten. Wieso? Weil, glaub mir, Schwester, uns kontaktieren sehr, sehr viele. Es kontaktieren uns sehr, sehr viele Schwestern, die angefangen haben, sich korrekt, komplett zu bedecken, und die sagen dann, ich kriege diese Fotos nicht aus dem Internet. Ich versuche verzweifelt jeden zu sagen, bitte nimm das runter, aber es ist online und die verbreiten das. Verstehst du? Und so viele, wirklich, die schreiben verzweifelt, was soll ich tun? Weil ich bekomme ja Sünde, wenn mich jemand so sieht. Ich meine, er bekommt Sünde, weil er seinen Blick nicht senkt, aber ich bekomme auch Sünde, weil ich mich so gezeigt habe. Was soll ich machen? Und dann, wenn es dann mal online ist, dann ist es online. Weißt du, was ich meine, Schwester? Von daher, wenn du so, sage ich mal, versuchst, das Video so zu machen, dass man wenigstens, sage ich mal, diesen, du weißt schon, diesen reizenden Teil nicht sieht, dann sieht man halt den oberen Teil deines Körpers, aber halt nicht diese reizvollen Teile. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Und das ist halt aktuell deine Kleidung, mit der du rumläufst und du versuchst noch ein bisschen zu strugglen und ein bisschen, weißt du, vollkommener Respekt darüber. Aber... Ähm, das würde ich dir halt. Das wäre jetzt meine, meine bescheidene als Nichtmann traue ich mich eigentlich gar nicht darüber zu reden, weil ich, als Nichtmann Als Mann traue ich mich nicht darüber zu reden, weil ihr Schwestern habt äh, da eine große Herausforderung in dieser Gesellschaft und möge Allah eure Mühe annehmen und möge Allah für jede Person, die zu euch gemein ist und irgendwelche Worte sagt, ist eine Vergebung für eure Sünden. Alles, was jemand Schlechtes gegen euch sagt, was euch einen Schmerz zufügt, ist eine Vergebung für eure Sünden. Genau. Oh, die Mondsichel. Wallah, wenn ich sowas sehe, das tut richtig weh, dass sich zwei Muslime gegenseitig zur Sünde verhelfen. Ich meine, sie gehen zusammen ins Fitnessstudio und präsentieren sich. Der erste Ramadan mit mein Freund oder Freunde, das tut richtig weh. Bei Allah, dass sich Muslime gegenseitig schaden. Denken die ehrlich, dass das Liebe ist? Ist das die Liebe, die Allah für oder, uns oder ich meine, hast du schon mal vielleicht dran gedacht, dass diese Leute sind schon immer Freund und Freundin gewesen? Bruder, die tun nicht nur Händchen halten, sie sind Freund und Freund. Okay? Und jetzt fangen sie zum ersten Mal an und fasten Ramadan. Ist das nicht ein guter Start, Digga? Ist das nicht ein guter Start in die richtige Richtung? Wieso sollen wir sie darüber nicht motivieren? Jetzt fühle ich mich sogar wegen meiner Nasiha schlecht, Bruder. Weil gefühlt kommt von mir Nasiha, von dir kommt auch Nasiha. Aber Bruder, wieso betrachtest du nur das Schlechte? Betrachte das Gute doch, Bruder. Soll ich euch ein Vers, soll ich euch ein Vers sagen? Ja, o, die ihr glaubt. La yaschar kaumu, la yaschar kaumun min kaumin. Das eine Volk soll nicht über das andere Volk lachen oder herabblicken oder lästern oder schlecht reden. Asa an khayran minhum. Vielleicht sind genau dieses Volk besser als sie. min asa Vielleicht sind genau auch Frauen sollen nicht über andere Frauen lästern, herziehen, lachen. Vielleicht sind genau diese Frauen besser als ihr. Wisst ihr, was die Gelehrten, wisst ihr, was die Gelehrten darüber sagen? Die Gelehrten sagen: Was sagt Allah in diesem Vers? Allah sagt: Ein Volk soll nicht über ein anderes Volk lachen oder auf es herabblicken. Denn vielleicht ist derjenige, auf den du herabblickst, er ist bei Allah besser als du. Wisst ihr, was die Gelehrten sagen? Die Gelehrten sagen, das bezieht sich sogar auf eine Person, dessen Sünden sichtbar sind. Weil das ist die einzige logische Erklärung von dem Vers. Weil macht man sich über jemand, blickt man auf jemand herab, beziehungsweise... Ja, blickt man auf jemanden herab oder redet schlecht auf eine Person, wo du keine Sünden siehst? Nein, wieso sollst du über sie schlecht reden? Sondern das machst du bei was? Bei Leuten, wo du Sünden siehst. Tafsir Gelehrten sagen, genau um die Leute geht's. Genau um die Leute geht's. Auf die sollst du nicht herabblicken, vielleicht sind sie besser als du. Weil sie vielleicht tauber machen jeden Tag. Weil sie vielleicht eines Tages eine höhere Stellung erreichen als du. Und du hast auf sie herabgeblickt. Und deswegen mir. Ich wie heißt der Bruder No Name Achi? Schau mal Bruder, ich unterstelle dir gute Absicht. Ich sag's dir ernsthaft, ich unterstelle dir gute Absicht. Gute Absicht im Sinne von du möchtest die Leute zum Guten rufen. Das ist wirklich meine Überzeugung, dass du das wirklich machen möchtest. Aber ich finde die Methodik ganz und gar nicht gut. Die Methodik ist sehr demotivierend, man hat gar keinen Bock auf Muslime. Man ist stolz, oh, wir machen unseren ersten Ramadan zusammen und so etwas. Und dann sieht man, man wird von den Muslimen angespuckt. Weißt du, was sie das nächste Mal machen? Nächstes Mal machen wir keinen Ramadan. Richtig schlechte Erfahrung. Äh, war ja eh nur Käfer auf Diät. Komm, lass Ramadan. Und laut die meisten Gelehrten hast du ihn dann zu einer Sünde verholfen. Dieses Video von vorher. Von daher, übrigens, in einem authentischen Hadith sagt der Prophet Muhammad Frieden Sing auf ihm: die Arroganz ist zweierlei. Weil ein Mann kam mal zum Propheten, er hat sich gerne sehr hübsch gekleidet. Er hat gesagt, ist es von der Arroganz von Hochmut, dass ich mich gerne hübsch kleide? Der Prophet hat gesagt, Allah ist der Schöne und er liebt das Schöne. Und darum kleide dich so, kleide dich hübsch, kleide dich ordentlich, zieh dir schöne Klamotten an. Allah liebt das. Allah liebt das, muss dir vorstellen, wie schön. Da hat der Prophet gesagt, wasallam, die Arroganz der Hochmut ist von zweierlei, von zwei Sorten ist Arroganz und Hochmut. Er sagt, Batarul Hab, dass du die Wahrheit ablehnst. Und Ramtunas oder das gibt, glaube ich, zwei Wortlaut, dass du auf die Menschen, dass du die Menschen geringschätzt. Arroganz ist, dass du die Menschen schätzt. Genau in diesem Vers, so schau dir die an, schau dir die Sünde an. Ein Volk soll nicht über das andere Volk herziehen oder auf sie herabblicken. Vielleicht sind diese, über die du dich lustig machst, besser als du. Von daher, ich feiere es nicht, diese Art. Ich muss ich dir ernsthaft sagen, wenn du andere Überzeugungen hast und mit mir reden möchtest, Discord Server anschadeln. Ihr könnt auf dem Discord ein Ticket ziehen und Ja, okay, einer schreibt, man muss klarstellen, dass es haram ist. An sich gebe ich dir schon recht, Bruder. Aber ich sage dir ernsthaft, wie war es schöner, wie ich das gesagt habe, dass ich gesagt habe, möge Allah euch helfen, dass ihr heiratet. Schaut mal, dann ist jede Tat, die ihr macht, eine Belohnung für euch. Ihr küsst euch zu Hause, es, ihr bekommt einen Lohn. Ist das nicht schön auf diese Art und Weise? Ohne. Weil es kommt mir vor, das ist Mortal Kombat Vollkontakt äh, auf diese Art und Weise. Also, ich schaue es mir jetzt nicht weiter an, weil ich werde da ein bisschen aggro. <laughs> Deswegen schauen wir weiter. Daniel Jung. Herr Jung, ich bin zweite Ableitung größer 0. Bitte helfen Sie mir. Daniel Jung, dieser matte Typ. Was sind Sie? Ich bin an, an meinem Tierpunkt. Ich glaube, du meinst Tiefpunkt. Lassen Sie mich endlich in Ruhe. <laughs> zweite Ableitung größer 0 ist tatsächlich Tiefpunkt. Weil größer 0 ist links gekrümmt und links gekrümmt heißt Tiefpunkt. Also die erste Ableitung muss 0 sein. Und wenn die zweite Ableitung dann größer Null ist, dann ist es ein Tiefpunkt. Und wenn sie kleiner Null ist, ist es ein Hochpunkt. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand interessiert. Ich glaube nicht, aber. Oh, Leute, ich muss Iftar essen gehen. Was macht ihr eigentlich? 160? Hä, hey, habt ihr kein Iftar, Leute? Eins, wenn ihr gerade schon Iftar habt. Zwei, wenn ihr noch kein Iftar habt. Was, noch 20. Was? Noch 30 Minuten? Wo lebt ihr, ihr Armen? Nein. Bruder, ich fühle mich jetzt aber schlecht, jetzt einfach essen zu gehen, Bruder. Ich kann das nicht übers Herz bringen. Aber es ist sündet, sein Fasten sofort zu brechen. Mama, schaust du mein Stream, kannst du mir eine Dattel hochbringen? Ja, ich kann euch doch jetzt nicht hier alleine hier lassen, Bruder. Ich kann das nicht machen, Bruder. Es tut mein Herz weh. Also ich breche mein Fasten mit einer Dattel, aber. Aber wenn du so schaust, komm mal bitte hoch, bitte. Oder habe ich nicht? Ist nämlich zündet, mit dem zu fas äh, fasten zu brechen, was man gerade da hat. Und ich habe die Fernbedienung für meine Roulots. Okay, ich glaube, bei mir ist eh erst ein paar Minuten. Viele hier auf TikTok schreiben, Dean over Dunya in ihrer Bio, doch sie verhalten sich anders. Sie posten Videos mit Musik. Ja, stimmt, sollte man nicht posten. Obwohl sie andere Alternativen haben. Manche Achawat posten sich mit 1000 Kilo Make-up. Hört auf, diesen Spruch als Verschönerung in eure Bio reinschreiben. Ihr verhaltet euch paradox. Naja, Vorsicht, Leute. Ein authentischer Hadith vom Propheten Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ein Mann, der regelmäßig Alkohol getrunken hat, zur Zeit des Propheten Muhammad. Ein Mann, der regelmäßig Alkohol getrunken hat. Das heißt, er macht große Sünden, oder? Alkohol trinken ist größere Sünde als Musik. Okay. Oh, Mama kommt einfach echt. <laughs> Danke, Mama. Schau, mal, wie süß Mama ist. es schon Iftar, Mama? Um wie viel, in wie vielen Minuten ist Iftar? Fünf nach acht. Also in zwei Minuten. Schau, mal, wie süß Mama Die hat mir einfach Datteln gebracht. Bin ich der Einzige, der die Datteln aufmacht, weil ich Angst hat, dass da so Würmer und Kacker von Würmern drin ist? Bin ich der Einzige? Bin ich der Einzige, der seine Datteln wäscht? Ich mache das falsch. Genau, authentischer Hadith. Ein Mann hat regelmäßig Alkohol getrunken. Dann kam ein anderer und hat ihn verflucht. Und dann hat der Prophet Muhammad Frieden und Singen, auf ihn gesagt: Verflucht ihn nicht. Derjenige, der immer wieder Alkohol, nicht einmal die Sünde, immer wieder, immer wieder Verflucht ihn nicht. Und er sagte zu ihm, er liebt Allah und seinen Gesandten. Derjenige, der da große Sünden macht, er liebt trotzdem Allah und seinen Gesandten. Und die Gelehrten haben es als Beweis genommen, dass jemand, selbst wenn er große Sünden macht, es kann sein, dass in seinem Herzen eine große Liebe, schau mal, liebt Allah und seinen Gesandten. Ich meine, das ist doch eine Ehre, wenn du das vom Propheten gesagt bekommst. Du liebst Allah und seinen Gesandten. Stell mal vor, ich bekomme das gesagt. Anders, du liebst Allah und seinen Gesandten. Das bekommst du vom Propheten Muhammad, wie und singen auf ihm offenbart. Gewaltig, Leute. Von daher, doch, es kann sein, dass Sie in Ihrer Bio haben, Dean Over Dunya und noch Ihre 1000 Kilo Make-up musharraf dass Sie das alles noch haben, aber trotzdem in Ihrem Herzen ist Dean Over Dunya und Sie sind in einem Prozess, sich zu ändern. Das Koran Also wie gesagt, Bruder. Natürlich werde ich auch mit fasten. Seid mal ehrlich, irgendwie komischerweise immer wenn du, was ich machen kommt, kann ich kann so parallelmäßig warm zu werden. So habe mir vor Ramadan überlegt, mich auf jeden Fall etwas mehr zu bedecken. Ich hoffe so sehr Oh, Schwester Maschallah. Schon sie hat gesagt, im Ramadan ein bisschen mehr zu bedecken, sie hat sich Jacke angezogen. Ja darauf, dass ich meinen e stärken kann. Oh, ich Schwester, Bruder, möge Allah, schon mal möge Allah dir helfen, dass dieser Ramadan für uns alle, nicht nur für dich, Schwester, für uns auch, nur weil ich langen Bart trage, heißt nicht, dass bei mir läuft alles super. Ich habe auch noch viele Baustellen. Möge Allah uns helfen, dass der Ramadan ein Grund ist, dass, dass wir uns alle ändern und bessern. Und ihr wisst, wer den Ramadan fastet, mit Hoffnung auf Allahs Lohn, dem werden alle Sünden vergeben, die zwischen den beiden äh, Ramadan waren. Ups, warte, ich wollte die ja, Halal-Version machen. Bisschen leicht, reiche Amen. Oh nein, Bruder. Assalamu alaikum nein, Bruder. Wa rahmatu wa rahmatu, liebe Schwester. Nein, Bruder, bitte Bitte, Bruder. Bitte, Bruder. Deine Absichten annehmen, möge Allah subhanahu wa ta'ala dir Hidayah Amin. geben möge Allah subhanahu wa ta'ala uns allen Hidayah geben, Amin. deine Anstellung gefällt mir so sehr Amin. möge Allah subhanahu wa ta'ala dir, Mach mir dir den richtigen Weg zeigen Amin. möge Allah subhanahu wa ta'ala dir den Iman schenken, die du erhoffst möge Allah subhanahu wa ta'ala dir die Kraft geben, die du damit deinen Hijab anziehen kannst, Amin. auch wenn es nur in diesem Ramadan ist, ich hier du betest so für Allah subhanahu wa ta'ala dass du es für immer tragen möge Allah Subhanahu wa Ta'ala dir die Kraft geben und ich hoffe, dass du es mir nicht böse nimmst, ja? Es ist äh Amin, Bruder, richtig schönes Video. Richtig schönes Video, Bruder. Möge Allah dich dafür belohnen, feiere ich übertrieben. Sei mir nicht böse, Bruder. In meinen Erinnerungen, aber vielleicht verwechsel ich, in meinen Erinnerungen waren deine Videos immer so ein bisschen härter. Deswegen hatte ich jetzt so Angst. Aber sehr schön, Bruder. Ich feiere das so. Okay, was haben wir hier? Jemand fällt zum Gebet um. Leute, soll ich offline gehen, lieber mit Mama äh, essen gehen? Oder soll ich online bleiben, damit ich euch die Zeit zum Iftar vertreibe? Mit anderen Worten, seid ihr egoistisch, äh, dass ich. Äh, soll die Zeit noch vertreiben bis zum Iftar? Oder soll ich zu Mama? Din Geh mit Mama essen. Dayb, geh auf. Geh mit Mama essen. Geh lieber. Essen mit deiner Mutter. Geh essen. Ihr seid so süß. Mama vorrang, geh essen. Ich schwör, ihr seid so süß. Ich hör, Muslimische Community, ich es euch, ihr seid einfach die Besten. Einfach so süß. Voll süß, okay. Dann lasse ich Mama jetzt mal nicht unten warten und ich gehe inshallah offline. Leute, vielen Dank. Ich habe euch echt alle lieb. Möge, möge Allah uns zusammen im Paradies vereinen. Und möge Allah uns sogar jetzt schon im Diesseits zusammen vereinen, dass wir uns irgendwann mal alle treffen können, inshallah. Und möge Allah uns im Paradies vereinen, in Firdaus al-A'la, in der höchsten Stufe des Paradieses. Gemeinsam mit dem Propheten Muhammad, Friede und Segen auf ihm. Möge Allah euer Fasten annehmen. Und inshallah, wir sehen uns. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته